Ja, dann freue ich mich, dass ich heute Abend hier bei euch sein darf und zum einen was über Credere erzähle. Ich gehe gleich noch darauf ein, wie Credere funktionieren soll. Also mal so sozusagen die 5-Minuten-Piktogramm, um das gleich zu erklären. Und im Anschluss gehen wir dann auf die Visionsreise zu schauen, wenn das, wie ich es mir vorstelle, so nach und nach in die Welt kommt, was es denn erstmal vom System her mitbringt und danach ist im Endeffekt im Dialog einfach mit uns zu klären, was bedeutet das für euch, was würden das für Auswirkungen sein, die ihr euch vorstellen könnt und natürlich auch meine Gedanken, was ich glaube, was es für Menschen für Auswirkungen haben kann. Ob es dann nachher wird, schauen wir mal. Aber ich gehe zuerst mal zu dem Piktogramm, ganz kurz erklärt. Also Credere ist eine Komplementärwährung, die wird aus dem Nichts geschaffen. Das sind einfach elektronische Recheneinheiten, die dann verteilt werden und zwar das Geld bekommt jede Person direkt. Also nicht irgendwelche Banken, die Kredite erzeugen und damit Geldschöpfung betreiben, sondern das wird direkt als Positivguthaben dann den Menschen ausgezahlt. Es muss nichts zurückgezahlt werden, es entstehen keine Schulden, keine Verbindlichkeiten. Und der Betrag liegt am Anfang, wenn wir sozusagen bei Null starten, das wird nachher hier sein, liegt es bei 100 Credere. Und da die Annahme freiwillig ist, steigt es auch mit der Akzeptanz. Das heißt, je mehr Menschen in Deutschland sagen, okay, ich finde die Währung in Ordnung, ich mache da mit, ich nutze sie und möchte auch dieses letztlich an dieser Geldschöpfung partizipieren, dann steigt das, je mehr Menschen mitmachen, bis auf Maximum von 1000 Credere im Monat, die jede Person ausgezahlt bekommt. Und da ja, wenn ich Geld nur schöpfe, es nur immer mehr wird, ich dann ein Problem mit zum Beispiel Inflation bekomme, das heißt, dann gibt es keine vernünftigen Preisinformationen mehr, dann kann ich auch nicht mehr wirtschaften, weil letztlich diese Recheneinheiten wertlos werden, gibt es noch ein Gegengewicht dazu. Und während der Betrag absolut ist, ist das andere der relative Betrag und zwar in Prozent. Das heißt, 1% jeden Monat wird wieder gelöscht, es löst sich auf, also es wird nicht weggenommen oder umverteilt, sondern es wird einfach nur gesagt, Geld soll eine beschränkte Lebensdauer haben, weil es hat den Zweck umzulaufen, Dinge zu bewirken und Menschen letztlich zu ermöglichen, dass sie sich versorgen können. Sei es Wohnung, Kleidung, Essen und so weiter. Und ab einer gewissen Zeit ist es einfach sinnvoll, dass dieses Geld dann aufhört zu existieren, an der Stelle, wo es dann angekommen ist, und wieder frisch bei den Menschen eben direkt da, wo die Bedürfnisse liegen, wieder erzeugt wird, damit dieser ganze Kreislauf von da von vorne beginnen kann. Und eben dieses 1% im Monat, das heißt, wenn ich 100 Credere im ganzen Monat liegen lasse, dann sind halt Monatsende nur noch 99 Credere da. Was an der Stelle ziemlich unproblematisch ist, weil alles Geld, was ich nur liegen lasse, habe ich ja keine Verwendung für. Das heißt, dieser Verlust ist ein relativ kleiner Verlust, der ist leicht zu verschmerzen, weil ich ja gar keine Verwendung für das Geld hatte. Und eben im Jahr summiert sich das dann insgesamt auf etwa 12%. Und bei der EZB ist ja aktuell spannend, die experimentiert ja gerade mit den Minuszinsen. Ich glaube, bei minus 0,4 sind sie für die EZB-Sachen jetzt angekommen. Also es ist noch ein weiter Schritt, weil das, also minus 0,4% im Jahr haben sie aktuell und ich mache ja das pro Monat. Also da haben wir noch viel Spielraum, sozusagen noch das System auszuweiten. Das Einzige, was halt bei der EZB sozusagen beim Euro noch fehlt, ist, die Menschen bekommen es nicht direkt pro Kopf ausgezahlt und auch nicht ohne, dass man dafür Schulden aufnehmen muss. Also das soweit zur Systematik, wie sozusagen Credere einfach in Umlauf gesetzt wird. Das ist einfach eine Zahlungseinheit, eine Recheneinheit, die für jeden zur Verfügung stehen soll und jeder freiwillig annehmen kann und mitmachen kann. Sowohl als Empfänger diese Auszahlung, als auch Geschäftspartner von Einzelhändlern bis größeren Unternehmen entscheiden dann selber, ob sie in diesem System sozusagen aktiv werden und dort Waren und Dienstleistungen anbieten. Gibt es Fragen zu dieser Systematik? Was sind das für Bedingungen? Also jeder meldet sich freiwillig dazu und wird jeder angenommen oder muss ich dann schon noch auch tauschen? Bringe ich dir ein paar Euros und dafür kriege ich, oder kriege ich einfach, ich sage, ich mache mit und dann kriege ich 100 Credere gut geschrieben auf einem dieser Konten oder so? Also es wird so sein, dass ich voraussichtlich 10 Euro im Monat als Gebühr erheben würde, wenn du dieses Geld ausgezahlt haben möchtest, einfach um damit die laufenden Kosten zu decken und auch andere Sachen noch zu unterstützen, was an Investitionen angeht. Also das Ganze soll innerhalb von einer Stiftung dann laufen, allerdings eine Verbrauchsstiftung, keine Stiftung, die sozusagen Kapital ansammelt, sondern wirklich eine, die nur Cashflow umlaufen lässt. Und da sind mit den 10 Euro dann neben diesem Geldsystem noch andere Entwicklungen anzustoßen, sei es
Sachen in Allmende zurückzuführen von Eigentumsbesitz und so weiter. Aber das ist noch ein ganz weiterer Block sozusagen. Also da, du zahlst dann 10 Euro im Monat, bekommst dafür 100 bis 1000 Kredere pro Monat zurück. Und ansonsten ist noch im System dann mal gucken, was an Authentifizierung notwendig ist, um sozusagen zu verifizieren, dass du bist und du nur einmal da bist. Also sozusagen nicht 10 Konten parallel laufen lässt. Das heißt, das ist dann so ein bisschen tricky zu gucken, okay, mit welchen minimalistischen Informationen kann ich dich sozusagen verifizieren, weil es ist ja alles dann nur ein elektronisches Internetkonto und keine physische Überprüfung im Regelfall. Und ja, das ist eigentlich die ganzen Bedingungen. Also wie gesagt, die 10 Euro im Monat und ansonsten, also du kannst auch vorher schon mitmachen, also du kannst vorher schon das Geld nutzen, das heißt, du meldest ein Konto an und sagst, okay, ich will aber noch nicht mit diesem Geldgeschenken arbeiten, ich will aber sozusagen, ich möchte als Unternehmen zum Beispiel dieses Geld einnehmen können und wieder ausgeben können, das kannst du schon machen, ohne dass du irgendwas zahlen musst. Dann. Sozusagen reinschnuppern geht schon und sobald du profitieren willst, gibst du halt auch einen Teil dazu zurück. Und das, was ich dann, ich kriege dann diese Gutschrift, die 100 zum Beispiel am Anfang, wie kann ich die dann in den Umlauf bringen, wenn was weiß ich, jemand anders noch ein Konto hat, dann sage ich, mach du mir den Garten oder so, und dann gebe ich dir davon 50 Kredere oder? Genau. Also die eine Möglichkeit ist, dass es dann so ähnlich funktioniert wie EC-Karten. Das heißt, da ist da, wo jetzt dieses Kästchen drauf ist, wäre dann so ein Chip drauf. Das heißt, du kannst es entweder direkt übertragen, wenn du es in Geschäften verwendest. Du kannst es dann eventuell mit einem Mobiltelefon einfach von Telefon zu Telefon sozusagen, also nicht von Telefon zu Telefon, aber über die Internetverbindung dann direkt übertragen. Das heißt, du hast dann eine App auf deinem Rechner, auf deinem Handy, um das zu übertragen. Oder du kannst es einfach ganz normal an einem normalen Rechner über Internet, Internetbanking und irgend sowas machen. Also du kannst es halt irgendwo elektronisch übertragen. Eventuell später ist es noch möglich, dass diese Karten auf so einen gewissen Betrag sozusagen als digitales Geld bereithalten. Das heißt, dann kannst du von Karte zu Karte überweisen. Du komplett verfügen kannst du aber erst, wenn es wieder mit der Zentralstation abgeglichen ist, zu sagen, okay, die Transaktionen passen und dann kannst du es erst wieder weitergeben. Aber so, dass 1:1 Transaktionen auch direkt zwischen Personen möglich sind, ohne dass du einen Internetzugang brauchst. Aber das sind alles noch Sachen, dazu muss das System halt erstmal gebaut werden. Ja. Und das wird dann so stufenweise. Ich denke, das erste wird eine Internetplattform sein, dass du einfach mit einem Internetbrowser jederzeit Überweisungen machen kannst. Danach kommt diese Mobil-App und im späteren Verlauf kommt dann die Hardware noch dazu, womit man dann mit Karten zahlen kann. Wie viele Leute brauchen wir, um das jetzt zu starten? Wie? Kommt darauf an, wie viel man am Anfang machen möchte. Also es beginnt letztlich mit zwei Personen, die was miteinander zu tun haben und irgendwas austauschen wollen. Aber wahrscheinlich wird dann das Geld wenig hin und her fließen. Also es ist schwer zu sagen. Also Regionalgelder, manche kommen mit 1, also vielleicht so 20, 30 Akzeptanzstellen schon mal die ersten Schritte, vielleicht mit 100, 200 Interessierten, die irgendwie mit dem Geld anfangen. Das heißt, wenn das regional gebündelt ist, kann sich da schon ein Samenkorn auftun, in dem diese Idee zu fliegen beginnt. Und für eine Stadt Frankfurt, vielleicht irgendein Stadtviertel, wo es ein paar interessante Kneipen gibt, die sagen, okay, wir finden die Idee toll, und dann noch ein paar Studenten oder sonst was, die ein bisschen alternativer aktiv sind und sagen, ey, wir wollen das benutzen, und dann hat man sicherlich schnell auch den ersten oder anderen Einzelhandelsladen mit drin oder Lebensmittelladen, der dann an diese Studenten wieder andocken möchte. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, wie ich starten kann. Konkrete Zahlen weiß ich noch nicht. Also da werde ich dann schauen, sobald das System da ist und ich dann wirklich sagen kann, okay, wir können jetzt sofort starten, um Leute zu überzeugen, weil im Moment ist es noch recht sinnlos zu sagen, hier, wir können das und das machen, weil wir können es halt noch nicht machen, weil es dieses System noch nicht tut. Wann wird der Tag sein, wann man das erste Mal was machen kann, dass man hier zahlen kann, zum Beispiel? Ja. Genau, also wenn es hier angenommen wird, ich würde sagen, 1 bis 2 Jahre, nachdem genug Geld reingekommen ist. Wie viel ist genug Geld? Also das heißt, jede Person müssen 10 Euro bezahlen? Wenn es 10 Euro sind, gehen wir mal von irgendeiner Million oder so aus, dann sind es 100.000. 100.000 Leute? Nein, 100.000 Leute, genau, die dann einmal 10 Euro gezahlt haben, weil die zahlen es ja jeden Monat. Das heißt, so als Initial, ich weiß es noch nicht, ich denke, ich werde schauen, dass ich dieses Jahr das mit der Stiftung, mit den Rahmenbedingungen soweit klar bekomme, dass die Konzepte fertig sind, dass sie sozusagen aus der Schublade gezogen werden können und dass dann eine Crowdfunding Ende des Jahres vielleicht zu starten, je nachdem, wie ich jetzt weiter dieses Jahr Kontakte bekomme, ob es sinnvoll ist, in die breite Masse zu gehen für die Basisfinanzierung oder vielleicht ein paar
größere Leute, die sagen, okay, wir stemmen das Ding hin, also wir finanzieren das Teil und dann brauchst du nicht in der Basis finanziert zu werden. Aber das wird sich dieses Jahr, denke ich, ergeben, je nachdem, wie die Kontakte weitergehen. Gibt es schon ähnliche Systeme? Der Dag sagte mir was, da wäre irgendwo in der DDR, in der ehemaligen DDR eine Gruppe, und ob das der Lindenthaler war, die hätten auch so einen Ansatz. Also es gibt eine ganze Reihe Währungen, die zunächst erstmal Regionalwährungen sind. Damit gehen die in eine andere Richtung, weil sie sozusagen lokal begrenzen. Sie sagen nicht, wir wollen generell die Wirtschaft ändern, sondern wir wollen einfach nur die Wirtschaft lokalisieren oder regionalisieren. Dann ist noch die Frage, inwieweit sie es elektronisch machen oder nicht. Manche Regionalgelder, die es in Deutschland gibt, die haben auch in dem Fall allerdings eine Umlaufsicherungsgebühr, keine Geldvernichtung. Also das ist dann nochmal auch... Ja, das ist ja das Besondere. Dass wirklich eine Vernichtung stattfindet. Weil bei den normalen Währungen ist es so, wenn man auf Silvio Gesell aufgesetzt hat, dann ist es so, dieses Geld wird eingenommen und eigentlich woanders wieder ausgegeben. Mhm. Und dann ist noch parallel, dass die anderen ja normalerweise zu 100% in Euro gedeckt sind, weswegen sie dann doppelt einnehmen. Das heißt, das, was sie hier an Prozenten abziehen, wird vernichtet. Und dafür nehmen sie dann die Euros ein, die sie dann ausgeben, sei es an gemeinnützige Vereine oder selber für ihren ablaufenden. Also hundertprozentig in der Form gibt es das nicht, aber es gibt ähnliche Konzepte. Also mir geht es darum, wie kriegt man Kristallisationskerne in die Welt? Das ist ja auch dein Interesse. Auf der einen Seite die Benutzer, auf der anderen Seite halt, wie kriegt man Akzeptanzstellen? Ich denke, der Vorteil gegenüber dem System, gegenüber den ganzen anderen Regionalwährungen und so weiter, die größtenteils tauschen. Oder ich glaube, bei der Augsburger Komplementärwährung, da war es so, da mussten zumindest die Geschäfte ziemlich investieren und dann hat man das als Rabattaktion zurückbekommen. Das heißt, man hat für 100 Euro eingekauft und hat vielleicht 10 dann von der Komplementärwährung als Rabatt zurückbekommen. Hier ist es zumindest so, du bekommst, geht man mal von den 10 Euro ab, die du dann halt als Gegenleistung reinzahlst, hast du erstmal 100 bis 1000 Euro, also gehen wir mal einfach nur von den 100 Kriterien, das heißt, du hast eine ganze Menge mehr Geld, weil in den ganzen anderen Systemen entsteht nur ein Tausch. Das heißt, du gibst 100 Euro hin und bekommst auch nur maximal 100 in was auch einer für eine Währung zurück. Deswegen entsteht da noch kein neues Geld, womit die Leute tatsächlich neue Umfrage bedienen können. Und deswegen sind die Kristallisationskerne hier einfacher, wenn das System erstmal da ist. Also wenn ich da jetzt was mit anschieben will, dann muss ich das mal, sagen wir mal im Jahr 120 Euro bezahlen, dann habe ich Ende des Jahres, wenn das jetzt niedrig anfängt, habe ich dann 1200 Kredere. Die habe ich jetzt erstmal gesammelt, weil ich hier noch keinen habe, der mir sie abnimmt. Das wäre jetzt erst, das sind ja immer die paar Pioniere sozusagen. Genau. Bis die 100.000 Pioniere kommen, das ist gar nicht so einfach. Oder muss man gucken, wie man das kriegt? Also ich gehe davon aus, dass wir nicht so anfangen, dass wir erst die 100.000 Leute wirklich sammeln. Also wie gesagt, ich würde eher dann eine Crowdfunding-Kampagne machen, wo man vielleicht schon ein paar Gutscheine bekommt, von wegen die dann später auch in dem System eingelöst werden können, für so und so viel 30 Tage halt Kriterebezug. Und da bist du schon dran, dass das mit dem Crowdfunding, ist das auf deiner Homepage schon zu sehen? Nee, also ich bin noch nicht dran bei dem Crowdfunding, weil im Moment gilt es erstmal die Stiftung wirklich zu gründen, zu sagen, okay, wir machen jetzt die Stiftungssatzung und den Stiftungsvertrag und so weiter, dass ich dann da auch als Treuhänder dann sozusagen das in meine Hände nehme und dann eben dieses Jahr zu gucken, mit welchen Personen oder Gruppen macht man entweder eine Crowdfunding-Kampagne oder ein Finanzierungsgespräch, das heißt, die sagen, wir finanzieren die 500.000 irgendwie vor, um da schon mal zu starten, um den Internetblock meinetwegen zu haben und dann haben wir die erste Plattform. Aber bevor wir die Plattform nicht haben, ist halt das Problem Henne-Ei, so von wegen, kriege ich jetzt zuerst das Ei her, kriege ich zuerst eine Henne her, aber mit irgendeinem muss ich anfangen. Und deswegen, der kleine Baustein, um das Ei zu bauen, ist sozusagen hier einer dieser Vorträge. Zu sagen, okay, wieder Informationen streuen und das weitergeben. Damit wird ja Geld geschöpft. Mhm. Braucht es da BaFin-Auflagen oder so etwas, weil... Darf ja nicht jeder hingehen und quasi sagen, ich schöpfe jetzt mal gesetzliches oder ein Zahlungsmittel. Monopoly-Geld vielleicht ja, aber wenn das ja wirklich was Ernsthaftes sein soll, davon gehe ich ja aus, was braucht es da an gesetzlichen Regularien, die wir hier in diesem Kontext einfach als Rahmenbedingungen haben? Genau, also es sind zwei Ebenen. Das eine ist, die BaFin committet sich hierzu noch nicht absolut, sofern man noch nicht...
sozusagen 100% alle Nutzungsbedingungen, alle Rahmenbedingungen komplett 1:1 bei denen vorreicht, damit sie ein endgültiges Ergebnis machen. So in den Vorgesprächen oder den Vorkontakten bisher ist die Tendenz zu sagen, da es hier keinen Kontakt in dem Sinne zum Euro gibt. Also du zahlst mir zwar 10 Euro, aber die haben jetzt mit dieser Geldgeschichte nichts zu tun, also das ist kein Wechsel von Euros, interessiert sie BaFin nicht. Das heißt, eine Komplementärwährung, die keine Öffnung zum Euro hat, das heißt, die ist, wechselt keine Euros um, gibt keine Euros, nimmt keine Euros ein, gibt keine Euros raus, interessiert die BaFin nicht, hat sie damit nichts zu tun, ist der vollkommen egal. Also zumindest so bisher die Tendenz. Und so werden auch die Regionalgelder, obwohl sie teilweise ja 1:1 mit Euro gedeckt sind, ziemlich ignoriert. Weil obwohl in Deutschland die Gesetzeslage so ist, dass gerade die Komplementärwährungen, die Bargeld, also die Scheine rausgeben und so weiter, gesetzlich nicht zulässig wären, wird keiner aktiv dabei, sie zu verbieten. Dafür wäre aber die gesetzliche Grundlage schon da. Und bei elektronischen Sachen ist es so, da gibt es überhaupt keine Grundlage im Moment, dass sie das verbieten oder untersagen kann. Zumindest so aktuelles Rechtsverständnis auch von Gutachtern, die dafür schon Konzepte und so weiter geschrieben haben. Aber endgültig wird es dann auch erst sein, wenn eben da auch die kompletten Nutzungsbedingungen sind, unter welchen Bedingungen kannst du wie Transaktionen machen und wann und wie findet da irgendein Kontakt zum Euro statt, der eben dann heißt, kein Tausch, kein, also von der Institution, die Stiftung nimmt keine Euros an, du kannst sie nicht umwandeln und du kannst sie auch nicht zurückbekommen. Und von daher ist regulatorisch im Moment nichts zu befürchten. Und auch so lange wie der Bitcoin heute, solange gegen den nicht vorgegangen wird, der ja auch eine reine elektronische Digitalwährung letztlich ist, den man zwar gegen Euro kaufen und verkaufen kann, aber das ist eine andere Geschichte. Da sind die Marktplätze dann wieder Thema, wie die reguliert werden müssen, aber das mach ich dann sozusagen nicht. Das heißt, wenn im Internet sich Marktplätze bilden, wo dann das ja auch wieder gegen Euros verkauft werden kann, weil so wie jede Währung ja heute gegen jede Währung getauscht werden kann, dann ist mir das egal, weil dann haben die Auflagen, nicht ich. Also erstmal ist da, sieht es gut aus, dass da noch keine Regulationen sind, die das irgendwie blockieren könnten oder besonders teuer werden würden. Und hier ist eben gesagt worden, ne, das ist ja völlig pionierhaft hier, ne, die Idee. Und da geht es ja sicherlich erstmal um kleinere Beträge. Und die Menschen, die haben immer noch gerne Bargeld. Mhm. Ne? Das ist ja gerade die Diskussion, auch Griechenland hat es jetzt erfolgreich erstmal scheitern lassen, so die Abschaffung des Bargeldes. Wenn das aber jetzt so rein elektronisch ist, ist es dann auch mal als Cash gedacht oder als... Also es ist nicht als Cash gedacht, zum einen aufgrund der regulatorischen Situation in Deutschland, weil du mit Cash sofort in diese Gesetzesproblematiken rutschen würdest und da sofort in die Schiene läufst, dass du verboten werden kannst und eingesperrt werden kannst. Das andere Problem ist natürlich, dass diese Auflösung kann ich mit Hartgeld sehr schwer realisieren. Das heißt, ich kann eine Münze nicht einprogrammieren, dass sie sozusagen nach 3 Monaten oder 10 Monaten wirklich zerfällt und dann nicht mehr benutzt werden kann. Deswegen ist dieser elektronische Weg der einfachere Mechanismus, um diese Regeln umzusetzen. Das Einzige ist sozusagen auf der Karte, wenn die dann zumindest mit Bargeldeinheiten aufgeladen ist, die direkt übertragen werden können. Da muss man dann schauen, welche Sachen kann man im System so machen, dass die so weit weg wie möglich von einem digitalen Zugang, aber natürlich werden die immer noch elektronisch übertragen, aber dass ich den ganzen Background eventuell nicht brauche. Das ist dann die Funktion, die es ja jetzt schon als Geldkarte gibt, meinst du jetzt? Genau, so ähnlich. Ja. Die sind ja auch letztlich sozusagen doppelt gedeckt, das heißt, ich kann erstmal virtuell das Geld überweisen, aber wirklich ankommt tut es erst, wenn es sozusagen über den Server irgendwann gegenbestätigt wurde. Du musst die aufladen, dann musst du irgendwo Euro einzahlen, das wird dann irgendwo auf ein Konto gelegt und wenn du dann mit dem anderen wird es dann verrechnen. Und da bin ich an dem Punkt, wenn ich jetzt im Lebensmittelladen sowas machen will, dann brauche ich doch eine Infrastruktur. Wenn ich da jetzt mit meiner Karte hinkomme, ich kaufe da jetzt für 10 Kriterien was ein und dann ist das ja der Beweis, dass ich Kriterien habe. Jetzt müssen wir ja diesen Kaufvorgang da. Genau, also da ist auf jeden Fall auch das Ziel, das billiger zu machen für die Einzelhändler, weil im Moment ist es so, wenn ein Einzelhändler zum Beispiel zumindest eine EC-Kartenzahlung zulässt, dann muss er einen bestimmten Pauschalbetrag von, weiß nicht, 0,1 Cent oder irgendwas in der Dreh vielleicht zahlen, damit der Betrag abgeklärt wird, ob das okay ist, ob die Deckung da ist und dann eventuell noch mit der prozentualen Gebühr. Das heißt, für den Händler soll das komplett kostenfrei sein, weil diejenigen, die Kriterien beziehen, zahlen ja schon 10 Euro dann im Monat. Das heißt, alle Transaktionen innerhalb des Systems sind kostenfrei und die Infrastruktur ist auch nochmal billiger.
Das heißt, ich brauche da nur einen Internetzugang. Wenn ich heute einen WLAN oder sonst irgendwas Access Point habe, kann ich da einfach einen ganz einfachen Laptop, ein 400-Euro-Gerät oder so weiter, hinstellen mit zwei Kartenlesern, wo ich die dann reinstecke. Man braucht noch kein Smartphone. Das ist ja auch nicht zwingend, ja. Es fangen ja jetzt schon die Großen da an mit Smartphones. Gibt ja jetzt schon Kassen, wo du das Smartphone hinhältst oder was weiß ich schon. Also Apple ist ja da sehr, sehr unterwegs. Genau, da kannst du so einen Barcode einscannen und dann hast du das auf irgendeiner App, die das dann übersetzt und dann kannst du sofort die Überweisung bestätigen. Also das wird dann zu schauen sein, was sozusagen die Leute, die das dann nutzen, an Interessen haben, okay, auf welchen Ebenen wollen die das machen? Wollen die eine Internettransaktion, reicht das erstmal? Wollen die die Chipkarte tatsächlich mit Offline-Funktionen haben oder benutzen die Apps? Also das wird je nachdem, was der Bedarf als erstes hergibt, dann umgesetzt werden. Also es sind ja, wie gesagt, einige Systeme schon in der Pipeline. Federe ist jetzt noch am Entwickeln. Dann das System, also diese Rechenfunktion und wie das, also das Ganze, wie das da abläuft, finde ich ja sehr gut. Nur wir kriegen das halt mit den anderen, die dann schon in der Pipeline stecken. Google fängt an und alle wollen da was machen. Und die BaFin, haben wir ja erwähnt, die gucken da schon. Da kommt eine Welle auf die zu. Die fragen sich dann auch, wie sie das dann halt kanalisieren können. Aber diese Kredere ist dann zuerst mal, wir sind ja noch nichts. Ne? Verstehst du, was ich meine? Also die werden vor allem regulativ da kaum eingreifen. Und die Frage ist auch bei diesen anderen Wallets, die da in Planung sind, ob die eben eine Öffnung zum Euro haben, weil erst dann wird es für die BaFin interessant. Die werden wahrscheinlich erst viel, viel später dann eventuell draufkommen, wenn da zwar keine Öffnung zum Euro ist, aber wenn die eine große Akzeptanz finden. Das heißt, wenn die inhaltlich relevant werden. Wenn wir jetzt einen großen auf diese Logik, auf diese Systematik da kriegen würde, das wäre natürlich auch interessant, aber. Genau, also so eine Metro-Gruppe, die dann mit allen möglichen Supermärkten dann da beisteht. Das hast du schon mal erwähnt am letzten Vortrag. Ja. Hast du da schon mal mit Metro oder mit irgendjemandem in der Richtung Kontakt aufgenommen? Ich werde mit denen nicht sprechen, solange ich nicht sagen kann, okay, ich habe einen klaren Zeitplan, spätestens wann diese Plattform da ist. Und im Moment ist das noch komplett offen. Im Moment geht es noch darum, Interessenten zu finden, die sagen können, okay, wir können diese Plattform in irgendeiner Form A betreiben und B hinstellen, um die dann nutzen zu können. Ja, die Niederländer haben ja so einen Teil, wie heißen die? Die haben ja so einen Teil, das sie dann in der dritten Welt angeboten haben. Das war die ganze Zeit frei gewesen, da gibt es jetzt eine Abteilung. Da ist dann, sind so große, also American Express war da drauf, aber die haben sich ja ein Patent da drauf gemacht und dann musste dann halt, also wenn da American Express das handeln musste, das halt dann die Rechte kaufen. Ja. Ich habe das bei mir auf der Seite. Weißt du, wie die heißen? Sonst müsst ihr mal den Link schicken. Also das sind ja im Endeffekt wieder die ganzen Zahlvergänge, die dann wieder elektronische Programme sind, die patentiert werden können. Wobei da die Frage ist, dass man nicht letztlich darauf aufsetzen muss, weil ja auch anderen System. Willst du das System entwickeln und programmieren? Also ich selber programmieren will ich es nicht, weil dazu sind es dann doch zu viele Ebenen und Security-Ebenen und so weiter, die ich da drin haben möchte. Ich gebe vor allen Dingen die Rahmenbedingungen vor, zu sagen, okay, welche Funktionen sollen da drin sein, wie soll das funktionieren, was soll mit wem kommunizieren und verschiedene Stufen von wegen, welche Transaktionen kann ich machen, wie kann ich das Ganze ablaufen lassen, wie sind die Authentifizierungsebenen, von wegen, wie lasse ich jemanden bestätigen. Ich habe gestern zum Beispiel dieses Video-Ident-Verfahren da gefunden, keine Ahnung, wie teuer das pro Identifikation wäre, ob das eine sinnvolle Ergänzung ist, weil man das dann auch alles online und elektronisch machen kann, weil bisher wäre es dann sozusagen auf Vertrauensbasis gewesen, jeder sagt, okay, bei 10 Leuten, okay, den kenne ich, der ist echt und ich fange mit den ersten Personen an, okay, dich habe ich jetzt gesehen, du bist echt, ich kann dich dann sozusagen freischalten und dann sagst du anderen auch, kannst du dann verifizieren, okay, die sind auch in Ordnung. Also je nachdem, was sich da am sinnvollsten und am praktischsten eignet. Gut, dann wechseln wir sozusagen von der technischen Geschichte, die eigentlich nur uns ja, das Vehikel liefern soll, mit dem die Reise beginnt, in die Richtung zu sagen, okay, wir machen uns auf die Reise und sagen, jetzt mal abgehakt, das ganze System ist da, wir können es benutzen und die Ersten können sagen, okay, ich kriege jetzt die 100 Kredere und
für die Reise gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass die 100 Tadera auch tatsächlich 100 Euro entsprechen. Das heißt, ich kann die so ausgeben, als wäre das 100 Euro. Wo und was und wie, das schauen wir mal, das können wir jetzt nach und nach entwickeln. Ob wir gleich annehmen, im Supermarkt ist es kein Problem. Die Metro hat mitgemacht, wir haben sie überzeugt. Die machen den Umsatz und ich kann zumindest meine Lebensmittel schon mal damit kaufen. Das heißt, ich habe im Monat 100 Kredere bzw. sozusagen eine Kaufkraft von zusätzlichen 100 Euro. Ich lasse in den ganzen Gesprächen jetzt mal die 10 Euro im Monat als Gebühr weg, einfach um das einfacher aufzubauen. Und sage jetzt, okay, was bedeutet es, wenn ich jetzt 100 Euro im Monat jeden Monat schon mal zur Verfügung habe? Das heißt, ändert das für mich schon, ist es schon eine spürbare Entlastung? Ist es schon ein, ich kann mal eine Stunde mehr durchschnaufen oder kann ich da schon irgendwas bewegen? Oder ist es erstmal nur, schön, ein bisschen Geld, aber ich merke es nicht? Das heißt, was bedeuten für euch 100 Euro? Machen die für euch irgendetwas aus im Monat? Wenn ich was dafür kriege, dann macht es schon was aus. Und dann brauche ich weniger Euros. Genau, weil das ist ja auch so sozusagen dieser schleichende Prozess, der hier anfangen soll, dass letztlich Konsumumsätze tendenziell eben bevorzugt in Kriterien gemacht werden, eben genau um diesen Verlust zu vermeiden, zu sagen, okay, ich gehe, ich habe eigentlich normal meine normalen Lebensmittelumsätze und jetzt gehe ich einen Teil davon in Kriterien umsetzen und damit fließt letztlich schon ein bedeutender Bestandteil in, nehmen wir mal an, bleiben wir mal bei der Metro-Gruppe und mit ihren Supermärkten. Das heißt, sie fangen plötzlich an, so ein Geld einzunehmen und müssen das ja irgendwie wieder loswerden. Und da die Metro gut groß genug ist, hat sie auch genug Druckkraft an anderen zu sagen, hey, Lieferanten, wir wollen dieses Geld wieder loswerden und geben das dann sowohl an ihre Angestellten als kleinen Bonus weiter, weil es ist ja zusätzlicher Umsatz zum Teil für die. Manches ist kannibalisiert, den Euro-Umsatz, aber manches kommt auch dazu, was ich mir sonst nicht leisten kann. Und ja, da wäre auch die Frage, wenn ihr 100 Euro im Monat zusätzlich habt, würdet ihr die komplett ausgeben? Würdet ihr von den 100 Euro, die ihr euch sozusagen regulär spart, 50 beiseite legen und dann die letztlich euren Umsatz im Monat nur um 50 Euro steigern? Oder? Also von dem Prinzip her würde ich versuchen, die Kriterien immer jeden Monat auszugeben. Und wenn es da halt Lebensmittel gibt, weil die brauche ich ja zum Leben, dann werden dann am Ende des Monats über die 100 werden dann weg. Genau, die 100 Kriterien wären weg, aber die 100 Euro, die du dir sozusagen gespart hast, was machst du mit denen? Gibst du die auch noch aus? Das ist halt dann die Frage. Die brauche ich ja nicht. Die tue ich dann sparen. Okay. Oder ich gehe halt weniger arbeiten. Das ist immer das Problem, deshalb Leute kriegen halt einmal 40 Stunden Arbeit, müssen arbeiten gehen. Sie können schwer sagen, Leute, wisst ihr was, ich gehe nur 30 Stunden arbeiten mit diesen Halbtagsjobs. Das war ja mal so eine Entwicklung, wo es weniger Arbeit gab. Oder wie war das? Dass halt die Arbeit auf viele Leute verteilt werden sollte. Ne? Dass alle Arbeit geringer. Und das haben sie ja alles wieder zurückentwickelt. Man muss sich dann halt überlegen, was will man halt. Sparen tut man, oder die Mehrheit der Leute, die sparen halt für Fälle in der Zukunft. Ne? Das ist der Berg macht das immer so schön, den Sparkreislauf. Da geht dann Geld rein und das liegt dann halt hier irgendwo rum. Und beim Kredere, du brauchst dir keine Gedanken zu machen, wenn jetzt mal alle mitmachen würden, dann hättest du da 1000 Kredere im Monat. Wenn du damit dann noch deine Miete bezahlen könntest, da hättest du einfach so deine... Genau, aber da kommen wir Schritt für Schritt hin. Noch nicht vorgreifen, weil einfach so eben genau bei die Entwicklung, weil erstmal angucken, okay, in den Kleinen, dann gehen wir mal davon aus, dass du die 100 komplett beiseite legst. Das heißt, wir haben jetzt noch zumindest auch keinen zusätzlichen Umsatz generiert. Das ist 100 Euro. Genau, die 100 Euro legst du beiseite. Das heißt, du gehst noch nicht, auch nicht her und sagst eben mit der Arbeitszeiteinschränkung, weil das wäre ja schon interessant. Gehen wir mal... Ja. Ich glaube, also ich versuche mich da so reinzuspüren, ne? Und da ist in mir so eine Stimme, also ich würde jetzt nicht zusätzlich was kaufen oder dass ich sage, extra Konsum, davon kaufe ich mir was ganz besonders Tolles oder so, weil ich die jetzt ja zusätzlich habe. Also das nehme ich nicht wahr, sondern eher so dieses auch, wie er sagt,
dafür genau diesen Kreislauf versuchen in Gang zu setzen und zu gucken auch, dass das läuft, dass das in Schub kommt. Also ganz normaler Konsum. Genau, dass das dann ausgetauscht wird. Ja. Und die Euros dann sparen auch. Ja, oder ich weiß nicht, ob das unbewusst dann doch zu einem höheren Konsum kommt, aber eben, aber erstmal im Normalen das, was man sowieso so braucht. Genau. Also nicht jetzt irgendwie, dass ich deswegen irgendwie was extra mache, sondern... Der Urlaub ist noch nicht sozusagen eine Woche mehr drin. Ja, oder... Wenn ich dafür 100 Kriterien was kriege, in der Anfangsphase als verrückter Pionier, würde ich sagen, okay, die 100 Euro, die ich gespart habe, gebe ich jetzt deiner Stiftung, damit die noch weiter sich... Da kannst du dann noch einen anderen geschickten Schachzug, den du dann machen kannst, dann verschenk lieber 10 Monate Kriterien. An jemand anderes. Genau, dann kannst du sozusagen 10 Leuten einen Monat Kriterien schenken und dann hast du nochmal 10 Leute reingeholt. Das ist noch viel, viel interessanter, als dann sozusagen das der Stiftung zu geben. Weil das sind so dann diese viralen Elemente zu sagen, das Ganze zu verbreiten. Okay, gehen wir mal so ein bisschen hoch, hier auf 20%. Da wir ja bei 0 schon mit 100 angefangen haben, ist jeder 10% Schritt, bekommen wir 100 dazu. Das heißt, hier werden jetzt erstmal 300 Kriterien. Das heißt, jeden Monat kommen jetzt eben 300 Kriterien dazu. Das wären 20 Millionen Teilnehmer. Genau, das wären 20 Millionen. Das heißt, in Deutschland haben wir es geschafft, 20 Millionen Teilnehmer zu haben, die auf jeden Fall sagen, ich nutze die Währung und ich möchte dieses monatliche Einkommen haben. Das heißt, sie sagen auch, also nicht nur, dass sie Umsätze in der Währung machen, sondern es gibt auch tatsächlich 20 Millionen Personen in Deutschland, die sagen, ich halte das für was Gutes und ich möchte auch partizipieren und bekomme dann jeden Monat, weil das ist ja auch das Schöne, nicht so wie bei Schneeballsystemen, wo sozusagen nur die Ersten gewinnen, sondern hier ist sozusagen, je mehr mitmachen, desto mehr gewinnen alle gleichzeitig. Weil eben alle 20 Millionen dann 300 Euro bekommen, während hier sozusagen die ersten 10 bekommen halt nur 100 im Monat. Aber ja, wenn die jetzt frustriert sind und wenn wir wieder zurückgehen, ist da auch. Dann wird es auch wieder sinken. Also, wenn jetzt von den 20 Millionen sagen 10 Millionen, irgendwie war es das nicht, dann gehen wir auf 10 Millionen zurück, dann haben wir nur noch 200. Und wann wird das immer umgeschaltet? Jährlich oder tust du es auch täglich oder im Monat umschalten? Ich denke, es würde direkt umschalten. Also zum einen, die Auszahlungen erfolgen täglich. Also das heißt, jede Nacht laufen die Batches, wo du deine bei 130 Tagen werden das so 3,33 Euro, also 3 Kriterien 33, die jede Nacht gut geschrieben werden und was dann wieder der 1% was abgezogen wird. Und das heißt, wenn sich das sozusagen 1 Cent ausmacht, das heißt, statt 3,33 kommt zu 3,34, dann würden wir umschalten. Und umgekehrt würden wir in die gleiche Richtung umschalten, wenn es tatsächlich wieder dermaßen fallen sollte, weil so viele dann sagen, bringt mir nichts. Also das würdest du sozusagen sofort spüren. Da würde dann auch auf der Webseite so ein schöner Counter laufen, von wegen bei, sagen wir mal, irgendwie 50.000, die dann sozusagen dazukommen und dann kommt der nächste Cent dazu und bei den nächsten 50.000 kommt der nächste Cent dazu. Also so ein bisschen solche Sachen kann ich mir schon alle vorstellen, die da dann irgendwo mitwirken und die Leute natürlich, hey, sag doch deinem Nachbarn nochmal Bescheid, dann gibt morgen den nächsten Cent. Genau, dass man Leute wirbt, ne? So wie bei so einem Miles & More Club. Genau, nur dass es eben, dass jeder sozusagen was dafür geschenkt bekommt. Also nicht nur der wirbt, sondern auch der Geworbene bekommt das gleiche Geschenk. Ja, aber dieser Anreiz, ja, genau, also, ist gut. Genau. Das ja, 300 also, wäre schon spürbarer. 300. Weil du hattest vorhin so ein bisschen das angedeutet, der Gedanke, die Arbeitszeit zu verkürzen. Gehen wir mal jetzt für den Gedanken davon aus, dass es funktioniert. Das heißt, du kannst auch zu dem Arbeitgeber hingehen und zumindest dann, je nachdem, wie viele Stunden das für dich bedeutet, ob du einen Tag in der Woche, einen Tag im Monat, weil gehen wir mal von vier Wochen aus, das heißt, du hast 20 Arbeitstage. Und ja, die Frage ist, wie viele sozusagen 300, das sind auch erstmal netto, weil keine Ahnung, wie der Staat später sich steuerlich dahinstellt und sagt, das sind Einkünfte, die musst du dann irgendwie versteuern, aber gehen wir mal davon aus, du bekommst es erstmal auch netto so raus. Und dem Staat müsste ich dann aber auch Kriterien geben, das gibt ja dann Kriterien an. Wahrscheinlich. Also das wird sozusagen im Rahmen, wie das System wächst, dann zu klären sein, ob der Staat sich Kriterien verweigern kann. Es ist interessant, wie es mit dem Wir in der Schweiz läuft, weil da ist es so, solange man noch Schweizer Franken hat, muss man Steuern und Abgaben und so weiter in Schweizer Franken zahlen. Wenn der Staat aber das Problem hat, sonst nichts mehr zu bekommen, dann nimmt er zur Not auch Wir. So habe ich es zumindest mal in der Dokumentation gehört. Also bevor du den Offenbarungseid leisten musst,
ist auch bereit, wir anzunehmen. Also ich hoffe, dass das hier dann genauso wird. Und das ist ja entstanden in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und hält sich seitdem. Das hält sich und die haben ja so eine gegenläufige Bewegung gemerkt. Wenn halt die Wirtschaft runtergeht, dann ist der Wir mehr am oder mehr benutzt. Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann ist der Wir wieder weniger. Das ist so ein Kompensationsteil, deswegen ist das auch interessant. Genau, das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist, wenn die Zinsen steigen, geht es dem Wir besser. Wenn die Zinsen fallen, geht es dem Wir schlechter. Also im Moment hat er da auch Schwierigkeiten. Deswegen, im Moment hat er da Schwierigkeiten, weil bei dem Wir ist das große Vorteil gewesen, dass du dich günstiger refinanzieren kannst, weil eben die Zinssätze einfach generell ein paar Prozent niedriger waren als die regulären Kredite. Kennst du den Wir, Eva? Ja. Der Wir ist eine Komplementärwährung in der Schweiz, die eben schon seit 1940 oder seit 40 Jahren. Ja, in 40er Jahren ist das entstanden. Dort halt einfach aufgemacht worden. Der Wir ist auch im Endeffekt eine komplett freigeschöpfte, die ist nicht gedeckt, der ist einfach eine eigenständige Komplementärwährung, der in der Schweiz so weit anerkannt wird, dass sogar die Notenbank in der Schweiz die Wir-Geldmenge in ihre Geldmengenberechnung berücksichtigt und sozusagen in der Hinsicht die Geldmenge so steuert, dass sie den Wir inkludiert als Geldmenge in der Schweiz. Aber er ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Er ist weiterhin eine Privatgeld letztlich. Wie viel Prozent der Bevölkerung nehmen daran teil? Beim Wir ist es das Problem, die Menschen können nicht direkt teilnehmen. Es ist nur für Unternehmen zugänglich. Du kannst indirekt teilnehmen, wenn du bei einem Unternehmen beschäftigt bist, dass dort ein bisschen private Umsätze laufen, aber regulär ist der Wir letztlich nur für Unternehmen, was den Kundenkreis sehr einengt. Und deswegen ist er auch sehr stark initial aus dem Baugewerbe, weil da ja gerade die hohen Kreditsachen, klar, wenn du baust, brauchst du viel Kreditaufnahme. Und deswegen ist er auch im Bausektor ziemlich stark gewesen und auch das ist sein größter Standbein. Und je nachdem, wie es mit dem Baugewerbe auf und ab geht, ist da natürlich dann auch wieder eine Abhängigkeit da. Ja, also wir waren bei den 300 Kriterien. Bei 20 Millionen Menschen. Das ist schon viel Umsatz, der dann da möglich ist. Wenn wir so weit wären, dann müsste hier bis 50 Leute sitzen, das Thema. Die Frage ist ja, was würden wir tun? Was würden wir tun? Wird sich unser Verhalten verändern? Ja, jetzt warten wir zuerst mal, dass die Stiftung angeht. Im Moment bist du ja gefordert. Und dass wir dann. Nee, aber die Frage ist ja jetzt an uns, ne? Genau. Das also ist du jetzt hast so jetzt diese Visionsreise, die wir wollen versuchen. Genau, das ist Schritt für Schritt. Wie spürt euch da mal rein? Wie geht es euch damit? Ja? Vorhin hatten wir 100 und jetzt kriegen wir plötzlich schon 300 Kredere. Und das sind 20 Millionen, die mitmachen. Das ist schon. Wie geht es euch damit? So große Zahlen, wie nennt man das? Komplementärsysteme gibt es noch gar nicht in Deutschland. Egal. Das macht nichts. Das ist ja die Visionsreise, ja. Zu sagen, jetzt gibt es die. Was würdest du tun? Dann hätte ich hier schon weniger ein Problem, irgendwo was für Kriterien zu kriegen. Also da müssten mindestens hier, das wäre ja bundesweit, da hätten wir hier bestimmt schon in Frankfurt hoffentlich so 100 Akzeptanzstellen. Bestimmt. Hoffe ich jedenfalls, oder? Weil du bist ja letztlich bei einem Viertel der Bevölkerung, das heißt ein Viertel der Geschäfte in Frankfurt müssten das tendenziell annehmen, weil irgendwo würde ja dieser Kreislauf sich dann schließen. Und eine Sache, die jetzt schon dazu kommt, wahrscheinlich kommt euer Arbeitgeber oder jemand, der euch Geld zahlt, für den ihr irgendwas macht, auf euch zu und sagt, bist du bereit für Kriterien zu arbeiten? Weil wenn ein Viertel der Geschäfte hier in irgendeiner Form was zumindest mit Kriterien macht oder ein Viertel der Umsätze in Kriterien abgewickelt werden können, dann ist die Frage, kann euer Arbeitgeber euch mit Kriterien bezahlen? Weil er sagt dann, ich habe so und so viele Umsätze anteilig in Kriterien, ich muss ja das Geld irgendwie loswerden. Und am einfachsten ist es an seine Angestellten, das zu geben. Wir waren im November doch die Geldgruppe, es gibt ja so eine Geldgruppe Österreich, Schweiz, Deutschland, die sich aus einer GWÖ-Aktion entwickelt hat. Und da waren wir in Salzburg und hatten wir Räumlichkeiten von einer Computerberatungsfirma nutzen können. Und da kam am Sonntag kam der Geschäftsführer dazu und hat da mitdiskutiert. Und haben wir dann gesagt, da wäre doch die Möglichkeit, Sie könnten so ein Komplementärgeld
den Leuten dazugeben, obendrauf. Da habe ich gesagt, wieso obendrauf? Das gebe ich als Grundgehalt unten dazu. Das war nicht interessant, oder? Dass der, nee, der hat es dann nicht nur obendrauf gesagt, sondern wenn er dieses Komplementärgeld, was er da hat, das war dann irgendein anderes, habe ich gesagt, da wird er mitmachen und der wird den Leuten dann halt bei der Berechnung des Lohns, kriegen die dann halt so und so viel Prozent. Das nicht obendrauf, sondern der hat es gleich unten mit reingerechnet. Ja, aber kriegen die unterm Strich dann mehr oder ist dann letztlich die Euros sind sozusagen die konvertiert in die Komplementäre? Die kriegen also mehr, die kriegen weiterhin ihr Euro-Geld und das kriegen sie dazu. Aber ich fand diese Denke von dem, das hat mich überrascht, dass der gar nicht, der hat mit der GWÖ, mit dem Thema Gemeinwohlökonomie, hat er sich schon mit beschäftigt und ist da auch in so einer Gruppe aktiv und ist halt auch, gehört eigentlich auch schon wieder zu den Pionieren. Ja. Und da fand ich halt, ich denke, wir haben immer überlegt, das müssen wir denen da zusätzlich geben, aber die haben dann halt gesagt, nee, wir kriegen dann halt das, weil das läuft halt schon um und ich sehe auch den Effekt, wenn die Leute das kapieren und sie kriegen halt Grundnahrungsmittel dafür, dann gibst du das wenigstens gleich aus. Was machst du denn jetzt, Klaus? Wir wollen ja versuchen, jetzt gerade eine Visionsreise zu machen. Was würdest du tun, wenn du jetzt 300 Kredere bekämst? Was 300? Ja, ich will halt auch gucken, dass ich da mein Essen... Ich hoffe dann, dass der Dottenfelder auch mitmacht, weil ich halt immer so gute Nahrungsmittel... Und da würde ich dann da so viel wie möglich bei dem umgeben. Würdest du extra konsumieren? Würdest du mehr einkaufen? Da sage ich, bin zu dick. Ich würde halt dann bis zur nächsten Stufe, wenn ich dann da was brauche, also ich würde mir gucken, würde es so stufenweise aufbauen, was sind meine Verbrauchssachen. Und im Moment bin ich ja schon jetzt Rentner seit 2 Jahren, da kriege ich ja vom Staat meine Rente. Von der kann ich zwar nicht leben, weil die so klein ist. Aber wenn ich da Kredere hätte, dann würde ich die zum Essen, dann würde ich mit dem anderen Mensch halt gucken, dass ich da halt den Bereich, wo ich halt dann für Miete bezahlen muss. Das sind ja Essen, Miete, Energie und auch so Internet, Strom und so, das muss ich auch noch bezahlen. Wenn die das nehmen würden, dann würde ich halt gucken, wer immer was nimmt. Und wenn es halt 20 Millionen wären, dann könnte man schon wieder Druck auf die ausüben. Ich denke, wenn so eine kritische Masse erreicht ist, dann kommt es auf einmal, dann merken die Anbieter, ich kann dafür schnell Kredere, weil dann kann ich mein Zeug um. Und dann hat er die Kredere und die muss er dann halt wieder seinen Leuten geben. Das ist ja der Kreislauf. Zumindest wenn er dann auch mehr Umsatz macht, weil wenn wir es jetzt nur auf dem Niveau haben, zu sagen, okay, ich gebe 300 Kredere aus, aber behalte die 300 Euro irgendwo auf dem Sparkonto, dann gibt es letztlich kein wirkliches Interesse, dass die mitmachen, weil die haben ja keinen zusätzlichen Umsatz für das Kredere. Weil wenn die Gesamtumsätze, also mal angenommen bei den 300 Kredere und wir haben von den 300 Euro, werden immer noch 200 Euro wieder ausgegeben, das heißt, dann haben wir tatsächlich eine Steigerung der Umsätze um 200 Kredere, unterm Strich. Was dann für die Unternehmen interessanter wird, weil solange letztlich das nur letztlich kannibalisiert wird, würde ich mich als Unternehmen auch schwer tun, weil warum soll ich dann diesen Schritt gehen, wenn ich keinen Plus bekomme? Das ist natürlich die Frage, ob das Unternehmen es in der Hand hat, ob es so ohne weiteres steuern kann und so viel Einfluss auf die 20 Millionen dann nehmen kann, zu sagen, weil da ist dann wieder die Konkurrenz. Also da, wo es genug Konkurrenz zwischen den Unternehmen gibt, die sagen, okay, die Leute haben jetzt die Wahl zwischen Euro und Kredere auszugeben, die wollen lieber die Kredere ausgeben, das heißt, sie gehen eher dahin, wo sie die Kredere loswerden. Auch wenn sie unterm Strich nicht mehr Umsatz machen. Also das ist dann die Frage der Entwicklung. Das heißt, wie wichtig ist es dann, die Kredere auszugeben und wie weit ist man bereit, eventuell einen längeren Weg zu gehen oder woanders hinzugehen, zu sagen, ach, dann gucke ich mir mal den Laden an, weil der nimmt jetzt schon Kredere und der andere, mein Lieblingsgeschäft, macht halt noch nicht mit und dann verliert das Lieblingsgeschäft trotzdem die Euro-Umsätze, aber der andere kriegt Kredere-Umsätze. Also ich glaube, ich würde sowas dann machen. Dann würde ich sehen, wahrscheinlich so Pionierunternehmen, so wie du sagst, ne? Dann der Dornfelder Hof würde mitmachen, dass dann quasi der Konsum sich verlagern würde in hochwertigere Produkte.
also nachhaltigere Produkte, also so meine Annahme jetzt, dass solche Unternehmen dann mehr dabei wären, also eher Teegut oder ne, Dottenfelder Hof, also Bio-Unternehmen und nicht die Metro so. Genau, das dass sich quasi der, die Art meines Konsums in Richtung mehr Nachhaltigkeit, höhere Qualitäten verschiebt. Und 300 Euro wären schon spürbar, das fühlt sich irgendwie schon irgendwie anders an. Oder dass dann auch, dass ich mehr konsumieren würde, also aber im Sinne von hochwertiger. Mhm. Genau, also nicht im Sinne unbedingt mehr Masse, aber dass ich für das eben, wenn ich meinetwegen jeden Tag den Liter Milch brauche und so weiter, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, den Liter Milch eben nicht im Supermarkt zu kaufen für 99 Cent, sondern ich kann auch 1,50 Euro letztlich dafür ausgeben, weil ich habe ja 300 Kriterien mehr. Und es ist für mich spürbar, hochwertigere Produkte für mehr Geld, ohne dass ich letztlich in der Menge mehr konsumiere. Und auch nicht nur die existenziellsten Dinge, sondern auch, was weiß ich, statt H&M oder so, dann zu anderen Kleidungsgeschäften gehe. Also ich glaube, da wird irgendwie was sich verschieben. Da wäre noch der spannende Effekt, weil für manche ist es ja auch dieser Sprung auf zwar teure Produkte, die aber durch die Höherwertigkeit länger halten. Das heißt, in der mittelfristigen Geschichte habe ich dann auch sofort trotzdem wieder einen Spareffekt. Das heißt, ich kaufe mir die Produkte, die zwar doppelt so teuer sind, aber dreimal so lange halten. Sofern ich mir halt so viel Gedanken über den Konsum mache und es auch die Produkte dann entsprechend finde. Okay, die Milch hält nicht länger, aber sicherlich die höhere Qualität an Gebrauchsgütern. Mhm. Also du würdest ja die Zeit aufwenden müssen, um die Geschäfte auch zu finden. Also die sind ja dann anders verteilt als sozusagen das, was du jetzt findest. Also es ist ein Zeitfaktor, der dich auch, der in dein Leben auch nochmal dann eingreifen wird. Also nehme ich an. Ja. Und, wo du das findest, ja. Genau. Also da wird es dann spannend sein, was sozusagen Technik heute möglich macht. Wenn man jetzt mal auch die Technologie, Smartphones wirklich aktiv nutzt, da gibt es ja heute schon so verschiedene Apps für unterschiedliche Bereiche. Ich glaube mit diesem Uber und diesem Taxiunternehmen, wo man da auch dann schon mal guckt, okay, wer ist in der Nähe jetzt bereit, irgendwie eine Fahrt zu machen. Und das ist für die Geschäfte natürlich noch praktischer. Das heißt, ich suche jetzt zum Beispiel Bekleidung und gucke jetzt, okay, wer ist im Umkreis der nächsten 100, 200, 1 Kilometer Umkreis von mir und nimmt Kriterien an. Das heißt, da kann man technisch, ich denke, den Zeitaufwand durchaus stark minimieren. Und das ist dann natürlich eine andere Dienstleistung dann auch sozusagen schaffen, also derjenige, der dies bringt, ja, oder sowas. Ja. Genau. Genau, Lieferung in der Hinsicht auch angenehmere Sachen und auch ich kann Menschen eventuell auch schon in andere Betätigungsfelder bringen. Weil was wir jetzt noch nicht haben, ich weiß nicht, ob das bei 300 Euro schon losgeht, ob ich zum Beispiel andere Dinge in Anspruch nehme, die ich heute zum Beispiel nicht nutzen würde. Dass ich jemanden darum bitte, mir zu helfen, weil ich ihm halt auch, naja, vielleicht helfen ist vielleicht nicht das Optimum, weil vielleicht macht er das auch aus intrinsischer und da wäre Bezahlung schädlich. Aber Bildungsangebote, Vortragsabende, die halt auch einen Obolus brauchen, damit sie sich finanzieren können und so weiter. Mit 300 Kriterien im Monat zusätzlich hat man da vielleicht auch schon sozusagen ein Fenster. Oder sei es, dass man einmal mehr ins Kino geht, weil auch das ist für manche ein Kostenfaktor, den sie nicht einfach so im Monat ohne weiteres unterbringen können. 10, 15 Euro für einen Kinoabend ist für nicht jeden unbedingt stemmbar. Hat man noch vielleicht eine alleinerziehende Person mit zwei Kindern, da ist so ein Kinoabend dann schon mal 30, 40 Euro. Das ist wahrscheinlich nicht ohne weiteres automatisch möglich. Und solche Sachen wären hier natürlich auch schon wieder möglich zu sagen, je nachdem, ob ich jetzt in anderen Bereichen die Euros dann spare oder ob ich damit direkt ins Kino gehen kann, auch dort ändern sich schon Freizeitmöglichkeiten, denke ich. Aber wie entsteht zum Beispiel auch sowas wie im System sowas wie Preis oder sowas wie denkst du das? Was wie der Preis entsteht? Also ein Kredit, 100 Kredite, 100 Euro, das, also wie kommst du da auf diese Verhältnisse? Also das eine ist erstmal, weil du zahlst ja sowieso 10 Euro für die 100 Kredite. Das ist zumindest schon mal eine untere Schranke, unter die es nicht sinnvoll ist zu fallen. Natürlich ist es dann noch ein Faktor 10 zu sagen, dass
damit Credere akzeptiert wird, 1:1 zum Euro, das ist im Endeffekt jeder individuell. Also ich kann es nicht erzwingen, ich kann nicht dafür sorgen, dass es passiert, aber das ist zumindest mein Ansatz zu sagen, es macht für die Unternehmen keinen Sinn, in diesem Wechselkurs runterzugehen. Weil, also hier ist es ja so, ich nehme die 10 Euro als monatliche Basis, aber in dem Zuge, wie das hier ansteigt, kannst du das dann später auch in Credere zahlen. Also das wird nicht so sein, dass du immer bei 100 Credere 100 Euro bleibst. Also bei den 100 Credere musst du nicht immer 10 Euro zahlen, sondern es wird so sein, dass so wie diese Akzeptanzstelle steigt, du kannst sozusagen von Anfang an sagen, ich zahle 9 Euro und 1 Credere, um dir einen Monat einzukaufen. Und wenn wir jetzt hier bei den 20 sind, dann ist es schon so, es reicht, wenn du 7 Euro zahlst und 3 Euro sozusagen in Credere zahlst. Das heißt, bei mir findest du auf jeden Fall einen Wechselkurs, der mindestens 1:1 zum Euro ist. Und das heißt, das ist sozusagen der Anker, zu sagen, es macht für die Unternehmen keinen Sinn, die Credere billiger anzunehmen, als ich sie ja akzeptiere. Weil wenn dann irgendjemand bei mir tauscht, kann der bei mir wiederum die Credere ja 1:1 wie Euro benutzen. Und bei allen anderen ist dann die Frage, sie machen ja dann einen Verlust, weil sie verzichten ja sozusagen auf Kaufkraft, wenn sie das billiger weggeben. Das ist sozusagen der Anker, warum ich sage, es wird mindestens so sein. Und es gibt noch ein paar andere Hintergründe, warum es dann später auch teurer wird. Das heißt, warum du bei mir dann eventuell 1,10 Euro zahlen musst statt 1 Euro. Aber das hat mit der Geldmenge zu tun. Das ist jetzt ein technischer Hintergrund zu sagen, wenn die Geldmenge des Euros größer wird als die Geldmenge, die für Euro, für Credere vorgesehen ist, dann macht es keinen Sinn, paritätisch zu bleiben. Weil wenn der Euro weginflationiert, dann macht es keinen Sinn, sozusagen an dem preislich angekoppelt zu sein, sondern dann bleibt der Credere stabil und der Euro wird teurer. Also ich muss mehr Euros ausgeben, um das Gleiche zu bekommen. Um letztlich auch dieses Preisniveau tatsächlich zu entkoppeln. Das heißt, das, was heute eben die EZB so zwanghaft versucht, die Inflation hochzufahren, das wird irgendwann gelingen und dann wird sich diese Inflation nachholen, die im Moment nicht gelungen ist. Und dann ist es wichtig zu sagen, wir haben aber auch eine Währung, die auf dem Boden bleibt, die nicht diesen Inflationsschub dann wirklich mitmacht. Also das ist noch so ein Nebenaspekt, den Credere dann begleiten sollen. Aber es kommt auf die Unternehmen drauf an. Also die Unternehmen müssen entscheiden, zu welchem Wechselkurs sie zunächst erstmal Credere akzeptieren werden. Aber wenn ich mit denen rede, werde ich da alles darauf setzen, dass die es mindestens 1:1 akzeptieren. Ich überlege gerade, wenn ich ein sehr hohes Einkommen hätte, ob das, was der Anreiz für mich dann wäre, mitzumachen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass dann so diese Stiftungsgedanken, ja, jemand anders dadurch unterstützen, also im Sinne der Umverteilung. Ich gebe dir das, ich mache mit und du ermöglichst dadurch irgendwelchen Hartz-IV-Empfängern oder irgendwelchen, ich weiß nicht, Menschen mit geringem Einkommen, denen das quasi zu geben. Was meinst du jetzt? Also du kannst hergehen, also die Stiftung macht keine Umverteilung. Die Stiftung, du könntest jetzt hergehen und selber Credere verschenken. Also das heißt, dann würdest du selber aktiv werden, weil die Sachen, die jetzt hier mit Credere begleitet werden sollen, sind keine personenbezogenen Leistungen. Also was ich mir zum Beispiel noch vorstelle, ist ein Lebensmittelgeschäft ohne Gewinnbasis. Das heißt, du hast sozusagen eine Grundversorgung von Lebensmitteln, die mit Credere eben erworben werden können und dass solche Strukturen aufgebaut werden. Aber ich dachte, du wolltest die Stiftung anders aufziehen als herkömmlich. Ja, ja, wird sie auch. Ja. Also das andere in der Stiftung ist, dass sie kein Kapital akkumuliert, sondern dass sie nur umläuft. Also nur das Geld, was sie vereinnahmt, gibt sie direkt auf. Das ist eine Verbrauchsstiftung. Ja. Denn es ist ja was ganz anderes. Also es hängt ja davon ab, wo steht ein Mensch, wie viel Einkommen, wie viel Geld hat er zur Verfügung. Hat er viel, hat er Mittel, hat er gar nichts, hat er wenig. Dieser Zuwachs, wo du gerade mit uns durchgehst, ja, und jemand, der viel Geld hat, ich könnte mir vorstellen, dass der dann an der niedrigen Schwelle einfach bereit ist, damit Gutes zu tun. Aber dann nur mit dem Betrag, der durch Credere für ihn kompensiert wird? Ja. Also das, was da an für ihn vielleicht erstmal komischer Währung jetzt da ist, da hat er noch ein komisches Gefühl vielleicht. Traue ich dem Braten? Was ist das? Ach, ich tue damit mal Gutes und kann damit auch diesen Anteil. Achso, du meinst, er gibt die Credere dann, er verschenkt die Credere, die er hier bekommt.
Okay. Genau, also bei ihm bleibt alles beim Alten, weil der hat ja andere Motive sicherlich als jemand, der über wenig Geld verfügt oder gerade mal auskommt oder ne? Das ist ja ganz unterschiedlich bei den Menschen, die Verteilung. Sind die Motive sicherlich auch andere, wenn die so diese Reise jetzt machen? Genau, also solche Sachen, wenn du jetzt jemanden nimmst, der dann eben sozusagen Kriterien einsammelt und damit bestimmte Projekte oder bestimmte Personen oder irgendwas zu machen, das würde ich ja sagen, okay, das sind dann wieder auf Individualbasis, das kann an Kriterien andocken, aber das ist jetzt nicht der Initialpunkt in dieser Ebene, dass die Kriterienstiftung das macht, weil die erzeugt ja schon dieses Kriteriensystem. Deswegen, die sollte ich da nicht in diesen kleinen Einheiten, weil da gibt es sehr individuelle Prioritätspunkte und da soll die Kriterienstiftung möglichst neutral bleiben. Aber da könnte dann könnte man das ja vor allen Dingen auch ansprechen, was weiß ich, Einrichtungen wie diese hier oder also da, wo Bildung, Umverteilung, also Mehrwert im Sinne von Humanität vielleicht geschaffen wird, solche Menschen oder Institutionen ins Boot zu holen, weil wenn Menschen, die eh schon viel Geld haben, mitmachen würden, das vielleicht eher für diese Zwecke ausgegeben würde, um das dadurch dann indirekt mit zu unterstützen, Die Frage ist im Endeffekt, warum die Menschen, die viel Geld haben, weil das System baut ja gerade darauf auf den Menschen, die eben wenig Geld haben, ja hier diesen Bonus zu bekommen. Das heißt, wir kommen ja schon das oben drauf. Also man kann natürlich die anderen immer noch ansprechen und versuchen, die in diese Freigebigkeit zu bringen und zu sagen, ich habe damit nichts anzufangen, ich gebe das weiter, ich sponsore andere damit. Aber das Spannende ist ja auf der anderen Seite, die Bedürftigen werden ja hoffentlich immer weniger dadurch. Ja, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen verwundert, warum willst du nicht auch die Reichen ansprechen, in der Hoffnung, dass die nicht noch reicher werden, sondern das so auch zu verkaufen, ja, dass die damit dann die guten Dinge tun. Also eine Umverteilung. Ja, weil die Frage ist, wovon soll ich den Reichen überzeugen? Also entweder er tut es oder er tut es nicht, aber ich würde jetzt bei ihm nicht versuchen, irgendwie die Mentalität direkt zu ändern. Vielleicht ist es mit einer komischen neuen Währung wie dem Credere eher möglich, dass er den schnell wieder weggibt und nicht hortet. Ja, das ist das Spannende. Also wir kommen in der Visionsreise jetzt gleich noch weiter dazu, zu den Effekten, die es sowieso auf diese vermögenden Personen hat. Okay. Ohne dass ich mit ihnen mental sozusagen arbeiten muss. Dann gehen wir mal gleich auf die nächste Stufe. Gehen wir mal auf die 40 Millionen. Das heißt, die Hälfte der Menschen in Deutschland sagt jetzt, okay, letztlich ist damit ja schon Grundeinkommen. Das heißt, wir sind ja schon in Höhen, bei 600 Kredere, wo tatsächlich schon Grundeinkommenshöhen diskutiert werden, von wegen bedingungsloses Bürgergeld, Althaus und so weiter, ist glaube ich in so einer Höhe angesetzt gewesen. Für Kinder sowieso, ich glaube, da gibt es teilweise Beträge von maximal 400 Euro, weil das ist ja auch nochmal, das bekommt jede lebende natürliche Person, in dem Fall halt in Deutschland, unabhängig davon, ob sie erst ein Jahr alt ist, ob sie 10 Jahre alt ist, ob sie 50 ist, ob sie 100 wird. Ist vollkommen egal, jeder bekommt den gleichen Betrag, soweit er halt hier dort mitmacht. Und da ist jetzt das Spannende, bei 600 Kredere ist letztlich schon für manche Personen die Frage, ob sie die Miete daran zahlen können, ob sie zumindest anteilig oder sogar komplette Mietzahlung darin leisten können. Und dann fängt nämlich dieser spannende Transfer an, weil wer kassiert denn die Miete? Wer bekommt Mieteinnahmen? Und wie funktioniert das dann? Das heißt, wenn ich dem Vermieter sagen kann, okay, ich bin bereit, die Miete zu zahlen, aber ein Viertel davon, von diesem Mietbetrag, also sagen wir mal hier Frankfurt, keine Ahnung, 200 Euro, 200 Kredere, wäre das ein Viertel Miete heute hier irgendwie möglich? So 800 Euro im Monat Mietzahlung. Und ist das so eine Größenordnung, die hier so eine für eine Einzelperson zustande kommt? Oder? Außerhalb. Also Frankfurt ist noch zu teuer dafür, oder? Ich glaube hier in der City nicht. Okay. Das heißt, an welcher Größenordnung wären wir hier in der City? Was wären da so eine Person? Zu welchen Mieten kann die hier so leben? Ich wohne nicht in der City, aber vierstellig auf jeden Fall, denke ich. 1.000, 1.200? Vermutlich, weiß nicht. Gut, dann gehen wir mal von 1.000 aus und sagen, okay, er zahlt jetzt ein Viertel, 250 Euro sozusagen, will er in Kredere zahlen. Weil er sagt, 1.000 Euro, die kriege ich nicht rein, aber hier kriege ich Kredere. Und ich zahle dir 750 Euro und 250 Kredere im Monat. Und dann beginnt dieser spannende Transfermechanismus,
Das heißt, derjenige, der seine Miete immer noch einnehmen möchte und eben Leute finden möchte, die, an die er vermieten kann, und das akzeptiert. Das heißt, er bekommt plötzlich ein Geld in die Hand, was nicht einfach so stillschweigend irgendwo liegt und wartet, bis mit ihm irgendwas angestellt wird, sondern dieses Geld ist jetzt eben die Frage. Wenn du nichts mit mir machst, mach kein Problem, ich verschwinde von alleine wieder. Und da beginnen dann die entscheidenden Änderungen, wo Credere aus meiner Sicht eine ganz große Systemveränderung entfaltet. Aber wenn er es ja nicht annehmen muss, dann sagt er, ich will ja kein Credere, ich will Euros haben. Genau, das ist eben die Frage, wie dringend jemand hier wohnen will, wohnen muss, und ob er letztlich mehr Nachfrage hat, die sagen, okay, ich zahle dir den kompletten Betrag in Euro. Aber nicht zu vergessen, bei 40 Millionen, das heißt die Hälfte der Bevölkerung hier in Frankfurt, hat Credere und hat ein Interesse, Credere auszugeben. Das heißt, stellen die sich auf die Hinterbeine und sagen, okay, ich suche mir jetzt tatsächlich nur noch Wohnung, in der ich wenigstens ein Viertel von meiner Miete in Credere zahlen kann. Sonst ziehe ich da nicht ein. Ist die Frage, wenn ich gerade eine Wohnung habe und sozusagen nur freiwillig umziehe, kann ich mir das eventuell leisten. Das heißt, ich suche speziell dann Credere-Wohnungen. Naja, jetzt müsste man Bescheid wissen über die Eigentumsverhältnisse hier in Frankfurt. Es kann sein, dass in Frankfurt dann immer noch nichts geht. Da ist eher noch entscheidend, ich nehme mal an, dass Frankfurt auch ein Vermietermarkt ist. Das heißt, auf eine Wohnung kommen, weiß nicht, 100 Fragende. Das ist sozusagen dann Schwierigkeit. Das heißt, wenn die Not so groß ist, dass eigentlich auch utopische Summen gezahlt werden, ist natürlich dann die Frage, inwieweit Credere sich an der Stelle durchsetzen kann. Aber selbst wenn sich das dann nur im Speckgürtel, wo wahrscheinlich auch in Frankfurt irgendwo Leerstände gibt oder die Sachen nicht so optimal sind, dass man die gerne bezieht, und sei es auch nur irgendwo, was weiß ich, Ghettos sind und so weiter, wo die Wohnungen nicht mehr modernisiert sind, die man eben nicht mehr sozusagen, wo einem die Leute nicht die Bude einrennen und sagen, ich wohne hier um jeden Preis, weil auch die Wohnungen gehören jemandem und auch der bekommt dann Credere. Also ich denke, auf jeden Fall gibt es Stellen und Städte in Deutschland und Regionen, auch in Frankfurt, wo es diesen Transfermechanismus geben wird, wo gerade auch in den neuen Bundesländern, wo so viele Leerstände da sind, wo du dann wieder sozusagen wie bei den Unternehmen vorhin mit der Konkurrenz der Unternehmer untereinander, die sich ja wegkonkurrieren, zu sagen, okay, ich bin der Erste, der Credere annimmt und kriege dann sozusagen die neuen Kunden, und hier bei den Mieten dann genauso. Das heißt, nur derjenige, der Credere akzeptiert, kriegt dann in Gebieten, wo die Bevölkerung kleiner wird oder wo halt weniger Leute wohnen und ein Überangebot an Wohnungen ist, bekommt dann noch seine Wohnungen voll. So die Überlegung. Ich sage, das ist eine Visionsreise und wir spinnen einfach ein bisschen. Wir sind jetzt bei 40 Millionen Menschen in Deutschland. Das müsste man dann müsste aber auch das Image, ich glaube, das ist auch wichtig, was für ein Image entsteht durch den Credere. Mhm. Ist das so etwas wie so Notgroschen, also für Arme, oder wird das so auch aufgebaut, also jetzt spüre ich so eine Schwelle wie, hey, das ist in, das ist hip, da musst du mitmachen, ja, genau. Weil hier jetzt so eine Schwelle erreicht wird. Genau, so wie Facebook letztlich, du kommst nicht mehr drum rum. Du musst dir überlegen, okay, schluckst du die Kröte oder nicht? Ich hoffe, dass es hier keine Kröte ist, sondern dass es hier was Positiveres ist, wo man dann sagt, da mache ich gerne mit, dass es sinnvoll ist. Und ich sehe plötzlich, wie sich Dinge beginnen zu verändern. Und ich habe vor kurzem einen Vortrag gesehen im Internet. Es gibt so etwas, das heißt Premium Cola, seit irgendwie 13 oder 15 Jahren. Und das ist jemand, der hat sozusagen zufällig eine Getränkefirma aufgebaut. Die Geschichte ist sehr spannend, kann man sich mal anschauen, also einfach mal unter Premium Cola nachschauen. Mhm. Und da ist das Spannende, der hat tatsächlich komplett transparent eben ein Unternehmen aufgezogen, wo gemessen an der Colaflasche genau feststeht, jeder weiß, wie viel wer bekommt. Vom Abfüller bis zum Lieferanten, zum Verkäufer und so weiter und so fort. Auch er ist, sein Gehalt ist mit 3 Cent pro Cola irgendwie da eingepreist. Also für jeden ist absolut transparent, wer was woran verdient. Und das so als spannender Impuls zu sagen, okay, wenn hier jetzt eine wirtschaftliche Kraft entfaltet wird und bestimmte Dinge möglich werden, ist auch die Frage, inwieweit hier andere Unternehmen, sei es jetzt durch Crowdfunding zum Beispiel, dieses Geld wieder einsammeln, weil die Leute die 600 gar nicht loswerden im Monat oder so viel nicht ausgeben können.
Also es gibt hier ja, mit 600 Euro 600 Kredite Kaufkraft im Monat und das von 40 Millionen Menschen. Das heißt, wir sind jetzt aktuell 4 mal 6, 24 und dann sind wir bei 24 Milliarden. Also 40 Millionen, noch 2 Nullen dazu, sind wir bei 24 Milliarden. Ja. Das heißt, das ist das Geld, was jeden Monat frisch zur Verfügung steht. Für Einkäufe nachgefragt wird, für Mieten ausgegeben werden kann, für Projekte gesponsert werden kann und ja, auf einer ganz breiten Basis. Also da bekommt aus meiner Sicht auch Crowdfunding nochmal ganz andere Impulse, weil es nicht mehr darum geht, ich muss meine sauer verdienten oder gesparten Euros irgendjemandem geben, sondern ich bekomme hier sozusagen auch einen Energieschub geschenkt, den ich, wenn ich ihn selber gerade nicht brauche, weil ich nicht selber irgendwas gerade am Aufbauen bin und das irgendwie als Brückengeld brauche, um weiter meine Ausgaben zu decken, kann ich diesen Energieschub einfach weiterreichen. Das heißt, ich gebe eben das, was ich bekomme, direkt in Projekte, die gerade sagen, okay, wir wollen da irgendeinen Grünstreifen begrünen, wir wollen da irgendeine freie Universität zum Beispiel aufbauen und. Also es gibt unglaubliche Möglichkeiten, dann auch mit diesem Geld was anzufangen. Mhm. Und eben jetzt schauen wir nochmal eben diesen Vermögenden an, der jetzt immer weniger drumherum kommt, weil wir haben nicht nur die Mietzahlungen, die an der Stelle mit Sicherheit interessant werden, wie viel Prozent dort in Kredit gezahlt wird, sondern wir haben jetzt natürlich auch schon eine ganze Reihe an Unternehmen, die ihre Umsätze mit Kredit begehen. Und auch die sind teilweise aktiennotiert und zahlen damit Dividenden aus. Das heißt, plötzlich kommt es nicht nur die Frage, ob die Unternehmen Gehälter damit zahlen, ob sie da on top was drauflegen. Das ist letztlich hier schon selbstverständlich, notwendigerweise. Weil wenn die Hälfte der Menschen Waren in diesem Geld kauft, dann muss ich auch auf jeden Fall meine Angestellten damit bezahlen können. Aber jetzt muss ich auch überlegen, ich muss meine Gläubiger, letztlich sind ja Aktionäre auch nichts anderes als Gläubiger, muss denen sagen, also als Dividende kann ich euch nicht mehr 1,10 Euro im Jahr zahlen, sondern ich kann euch nur noch 75 Cent zahlen und den Rest kann ich euch aber in Kredite draufpacken, sogar 30 oder 40 Cent mehr oder so weiter. Aber ihr müsst es in Kredite annehmen. Das heißt, Kredite erobert Stück für Stück die Zinsströme. Das heißt, überall dort, wo letztlich aufgrund von Vermögen, aufgrund von Anlagen Gelder eingenommen werden, zwangsläufig, wenn die Hälfte der Menschen in Deutschland in diesem Geldsystem aktiv sind, mit diesem Geld hantieren, muss das auch in diese Bereiche fließen. Weil sonst würde es nur bedeuten, dass ich mich mit meinen Millionen abschotte und sage, ich will mit diesem Geldsystem nichts zu tun haben, ich bleibe weiter in den Euro, aber die Bandbreite, wen ich sozusagen dort zum Beispiel investieren kann, damit ich Dividenden in Euro bekomme, wird kleiner und kleiner. So wie Kredite eben im Gegenzug wächst. Und das wird eben das Spannende, was passiert mit den Menschen, wenn sie feststellen, dass sie plötzlich eine Währung im Portemonnaie haben, die dort nicht bleibt. Die eben verschwindet. Das heißt, ich habe die Wahl, entweder gleich was Gutes damit zu machen, ohne dass ich mit diesem Vermögenden vorher ins Gespräch gehen musste, zu sagen, ja, willst du nicht was? Weil entweder er macht es jetzt mit diesen Kriterien und gibt sie vorher aus, weil er keine Verwendung dafür hat, oder sie zerfallen ihm unter der Hand. Das heißt, ich muss nicht mit ihm sprechen. Er wird so oder so von diesem System beeinflusst werden. In welche Richtung, kann ich nicht einschätzen. Das kommt dann darauf an, wie er sich gegenüber diesem System verhält und wie er sich, ob er es jetzt als Bedrohung begreift, von wegen, da wird meine lebenslange Basis und lebenslange Sicherheit irgendwie angegriffen, weil sozusagen mein Vermögen wird angeknabbert, weil es löst sich ja auf. Überall da, wo ich Kredite plötzlich einnehme, verschwindet es auch wieder. Und da ist auch das Spannende, eben nochmal zurück zu dem Stiftungsgedanken. Also das hier ist eine treuhändische Verbrauchsstiftung. Das heißt, alles Geld, was dort reingenommen wird, wird auch 1:1 wieder für Sachen ausgegeben, für Projekte investiert und so weiter. Das ist sozusagen nur ein reiner Cashflow. Während bisherige Stiftungen ja genau darauf basieren, den Kapitalstock zu erhöhen und dann nur auf den Zinseinnahmen, Kapitaleinnahmen und so weiter und damit Gutes zu tun, in Anführungszeichen. Für die bedeutet Kredite letztendlich eine Gefährdung, weil ich damit den Kapitalstock nicht mehr stabilisieren kann. Weil in dem Moment, weil es muss ja auch immer wieder bestimmtes Geld in den Kapitalstock fließen, damit der erhalten bleibt, Inflation ausgeglichen wird, investiert wird und so weiter, das geht mit Kredite immer schwieriger, weil ja eben Kredite selber, sobald ich das einnehme, ja sich wieder auflöst. Und auch hier sozusagen an dieser Schwelle
Ich würde mal sagen, da ist auch so ein Kipping Point. Weil klar, wir sind jetzt gerade die Hälfte. Und wer bekommt jetzt ein Übergewicht in der Gesellschaft? Wohin neigt sich die Waagschale? Mehr zu Kredere? Oder gibt es da einen Rückbauendeffekt zu sagen, oh mein Gott, wir merken plötzlich, was Kredere alles verursachen kann? Oder wo Kredere Einfluss nimmt, wie letztlich das Geldverständnis sich grundlegend ändert. Weil Geld ist dann nicht mehr etwas da, was man hält, sondern Geld ist etwas, was man ausgibt, um das, was ich brauche, zu bekommen. Ich habe gerade sehr spüren können, welche Dynamik wie Wasser Kredere hat. Es geht überall rein, in jede Ritze. Du sagtest schon, in die Zinsfunktion sozusagen, ja, so. Also wie so ein natürliches Prinzip, das nicht mehr aufzuhalten ist. Ich denke, wenn, dann wird man es viel früher versuchen aufzuhalten, wenn es erstmal an diesen Tipping Points ist, dann geht es gar nicht mehr. Das ist wahrscheinlich eben die Frage. Das wird sehr spannend werden in sicherlich den Auseinandersetzungen, Konfrontationen, Ängsten, die einem da begegnen werden oder die, mit denen ich konfrontiert werde in der Form, zu gucken, was macht es mit Menschen, wenn sie wirklich die letzten Konsequenzen begreifen? Was passiert, wenn Kredere ein Schwergewicht wird? Und zwar nicht einfach, zum Beispiel, ich habe neben Bitcoin, da gibt es auf der Geldgipfelkonferenz bei der GLS, gibt es ja auch da, wo man das Gleiche mit Verträgen macht, die dann schnell Riesenbörsenwerte bekommen und. Das heißt, sie werden Geld wert. Aber was passiert, wenn ich plötzlich ein System habe, das sein eigenes Geld ist und das plötzlich nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten funktioniert? Das heißt, Kredere kann kein Geld werden, aber es kann die Geldsystematiken, so wie wir sie heute benutzen, komplett umdrehen. Weil es eben diese Wertaufbewahrungsfunktion letztlich komplett widerspricht. Das heißt, es sagt, Wertaufbewahrung für Geld ist irrelevant. Weil alles, was du brauchst, wird durch Menschen gemacht und dann, wenn du es brauchst. Das heißt, es nützt dir nichts, dass du Geld aufhebst. Du weißt nicht, ob du morgen etwas dafür bekommst. Aber bei nur 1% schleicht sich dann über die Menge, weil jetzt so viele mitmachen, nicht die Funktion von Aufbewahrungsfunktion doch wieder ein, weil 1% dann zu wenig ist an Geldschwund, automatisch eingebautem Geldschwundmechanismus? Also 1% ist ja im Monat, das heißt, ich verliere tatsächlich 12% im Jahr. Das heißt, wenn ich 100 Kredere das ganze Jahr überlegen lasse, habe ich nur noch rein rechnerisch 88. Also der Schwund ist schon deutlich spürbar. Ja, ich habe 1% pro Jahr. Ja, nee, das ist nur der monatliche runtergebrochene. Und wir sehen ja selbst heute schon, was passiert mit den minus 0,4, die die EZB hat, die ja noch nicht mal auf die Sparguthaben durchgereicht werden, also auf die normalen Anlageformen. Und da sieht man ja schon, welche Dynamik in dem System entsteht und welche Leute in die eine Richtung zerren, zu sagen, mach den negativen Zins wieder weg, wir wollen wieder positive Einnahmen haben. Und andere, ich weiß gar nicht, wie stark die Richtung ist, wo die EZB aus anderen Gründen zumindest anschiebt, noch weiter nach unten zu gehen. Und wann die Banken sozusagen den Aufstand proben. Weil umgekehrt ist ja die Frage, wann bin ich in der Lage, das neue System zu denken? Das heißt, wann kann ich verstehen, dass es irrelevant ist, dass Geld sozusagen nicht seinen nominellen Wert, dass es nicht irgendwo liegen bleibt? Vor allen Dingen im Umkehrschluss hier, weil es ja ständig nachkommt. Weil ich bekomme ja jeden Tag als Mensch, als natürliches Individuum, ein Wesen mit Bedürfnissen und einen Überlebenswunsch in diesem Wirtschaftssystem, bekomme ich ständig wieder neue Kaufkraft. Das heißt, ich bekomme jeden Monat die Möglichkeit, mein Überleben letztlich auch in diesem System zu gewährleisten, wo ich nur Konsument bin. Es ist ja wie die Lebenskraft, ne? Da rotiert ja etwas, was mich permanent wie Sauerstoff versorgt. Genau. Ich habe noch ein bisschen, okay, 12% verstanden. Und dennoch ist da noch so etwas wie dieser permanente Wachstumszwang, ja, der ja inzwischen auch ziemlich oder bei einigen bekannt ist, dadurch, dass da ja trotzdem immer die Kredere geschöpft werden, trotz der Vernichtungsfunktion der Inhärenten. Ich habe ja trotzdem immer irgendwie so einen Wachstumsautomatismus, weil ich ja permanent schöpfe. Ich schöpfe aber ab. Aber gibt es da auch irgendwie da oben noch so es gibt was, eine Sättigung. Ja, so ein Sättigungspunkt, gibt es so etwas, damit es nicht doch, zwar langsamer, aber nicht doch permanent
wächst, also wie so eine Sättigungsfunktion? Also mal angenommen, jetzt nochmal kurzer Vorgriff auf die 1000 Kriterien. Das ist der Sättigungspunkt pro Person. Das heißt, wenn mehr Menschen geboren werden, gibt es zwar insgesamt mehr Geld, aber pro Person gibt es maximal 100.000. Also das ist sozusagen das absolute Endgleichgewicht, zu sagen, das dauert ziemlich lange, bis man das erreicht, weil hier hinten, das geht ganz, ganz langsam. Aber das ist dann, also da schneidet sozusagen die prozentuale Vernichtung, schneidet dann das absolute Wachstum. Weil das ist ja immer nur ein absoluter Betrag. Der bleibt letztlich immer konstant, während sozusagen das Auffressen dann verhältnismäßig immer größer wird. Weil 1% von 100 ist halt nur ein Kriterium, während von 1000 sind es halt schon 10. Und deswegen ist sozusagen ein prozentuales, also so wie wir umgekehrt die also Zinseszinsfunktion als prozentuales Wachstum wissen, dass es eine Exponentialkurve ist, die immer schneller nach oben geht, ist eine Vernichtung natürlich das Gleiche. Das heißt, je größer die Menge ist, die prozentual verringert wird, desto größer ist ja auch der Anteil, der dann da verschwindet als absoluter Betrag. Und deswegen kommt es zu dieser Sättigung. Das heißt, wenn ich MX weitermache, dann läppert sich sozusagen auf meinem Konto der Betrag von bis zu 1000, bis zu 100.000 Kriterien ein. Jetzt bei 600 sind wir im Endeffekt bei 60.000. Das heißt, da wäre sozusagen die maximale Geldmenge, die sich auf meinem Konto einstellen kann, 60.000. Weil dann würden, wenn ein Monat, also 1% im Monat vernichtet wird, würde ich 600 abgezogen bekommen und gleichzeitig wieder 600 draufgelegt bekommen. Das ist das Gleichgewicht. Also das heißt, nehmen wir mal eine Visionsreise, wir spinnen hier rum. Die Stadt Frankfurt gehört drei großen Menschen, ja, und die kriegen entsprechend viele Mieteinnahmen. Mhm. So, die liegen jetzt, ich habe keine Ahnung, 10 Millionen hat jeder pro Monat an Mieteinnahmen. Mhm. Das würde da in diesem System runtergeschrumpft, weil pro Person nur 100.000 erlaubt sind. Nee, nicht erlaubt. Er darf die erst gar nicht einnehmen. Nee. Sondern? Also die 10 Millionen würde er erstmal auf sein Konto bekommen. Gut. Aber nach einem Monat würden von den 10 Millionen halt 100.000 verschwunden sein. Moment, 10 Millionen, 1 Million, doch 100.000, genau. Also er hat 10 Millionen eingenommen und ja. Er würde in einem Monat 100.000 verlieren. Also das, was sozusagen eine Person maximal bekommen kann, würde er jeden Monat verlieren. Also er kann ja auch das Grundeinkommen bekommen, also dieses Kriterium bekommen. Ja. Wir sind ja jetzt bei 600 Kriterien gewesen. Das heißt, mit seinen Mieteinnahmen kriegt er zwar 10 Millionen rein, dann kriegt er noch 600 Kriterien obendrauf und verliert 100.000. Aber die Möglichkeit, dass er weiter reportet, er hat zwar eine größere Vernichtung als im bisherigen System, aber die Möglichkeit, dass bei wenigen Menschen viel sich akkumuliert, ist weiterhin möglich. Es wird schwieriger, weil mal angenommen, wir rechnen das jetzt mal weiter, er hat 10 Millionen im Monat nimmt er ein, 100.000 verliert er. So, jetzt hat er 10 Monate eingenommen, das heißt, er hat 100 Millionen eingenommen, davon hat er jetzt schon 1 Million verloren. Und wenn du das jetzt weitergesponnen hast auf im Endeffekt 100 Monate, dann hätte er zwar 1 Milliarde eingenommen an Mieteinnahmen, würde aber jetzt so viel verlieren, wie er jeden Monat einnimmt. Das heißt, seine Deckelung allein durch die Mieteinnahmen liegt jetzt nur noch bei 1 Milliarde. Danach wird sein Vermögen nicht mehr steigern, wenn er nicht irgendwas anstellt. Das heißt, ihm ist nicht untersagt oder verboten, dass er keine Vermögen ansammeln kann. Aber es wird schwieriger. Und es ist nicht mehr so attraktiv. Vermögen wachsen nicht mehr in den Himmel, jedenfalls nicht alleine. Also ich muss unglaubliche Bemühungen dann anstellen, damit er letztlich dann sozusagen seine Zinseinnahmen erhöht. Während gleichzeitig aber der Gegendruck entsteht. Weil andere sagen ja, Moment, wieso? Wenn ich dir irgendeine Anlage sozusagen biete, das heißt, du darfst bei mir investieren, weil ich habe ja hier 40 Millionen Leute, die 600 Kriterien investieren wollen. Wenn ich dich bei mir reinlasse, zahle ich dir doch keine Zinsen. Weil wenn die anderen bei mir Kriterien abliefern, die wollen keine Renditen haben, weil die sind froh, wenn ich den minus 6% zahle. Weil die, wenn die, also mal angenommen, die geben das jetzt, verschenken das nicht nur, sondern machen das tatsächlich auch als Investment und wollen das Geld irgendwann später wiedersehen, dann sagen die aber trotzdem, kein Problem, zahl mir das in 10 Jahren, ich gebe dir jetzt 60.000 und es ist okay, wenn du über 55.000 zurückzahlst. Also die verzichten auf 5.000 Kriterien, sozusagen, wenn das in 10 Jahren zurückgezahlt wird. Das heißt, da wird auch kein Investor zu jemandem annehmen, zu sagen, ich zahle dir 60.000 und du zahlst mir 100.000 zurück oder 65.000 oder sonst irgendwas.
ist ja dann nicht sinnvoll, weil die Konkurrenz sieht dann plötzlich auch nochmal anders aus. Das heißt, es gibt ja auch ein knappes Gut an Investitionsgütern. Merkt man ja, wenn die Immobilienpreise hochgehen, weil es nicht genug Immobilien gibt für alle, die investieren wollen, weil so viel Geld im Umlauf ist. Und das wird sich dann halt hier nochmal, also sozusagen diese Geldvermögen werden von zwei Seiten in die Zange genommen. Das eine ist, dass Credere sagt, okay, hier bin ich, nimm Credere an oder verzichte auf deine Gewinne. Aber wenn ich als Credere da bin, dann wachsen deine Vermögen nicht mehr. Du kannst mich nicht mehr behalten, ich löse mich wieder auf. So oder so. Also von zwei Seiten wird sozusagen diese Geldvermögen in die Zange genommen und es wird nichts verhindert. Es gibt ja keinen Grund. Jeder kann selber entscheiden, was er machen will. Aber die Verhandlungsspielräume, die Verhandlungsmacht auch verschiebt sich. Und damit habe ich eine größere Verteilung in die Breite letztendlich. Ja. Genau, weil die grundlegende Verbreitung beginnt immer wieder von unten. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat bekommt jeder im Endeffekt einen Anteil in diesem Geldsystem und kann dann auf einem letztlich unglaublich brutalen Wirtschaftssystem, auf dem wir heute basieren, trotzdem überleben, weil seine Grundlage ist gesichert. Ja. Jetzt zumindest noch mit 600 Kriterien. Und das ist nicht nur so ein System wie beim bedingungslosen Grundeinkommen, also da gibt es ja auch Ideen. Hier sind andere Mechanismen auch mit reingedacht. Genau, und vor allem ein grundlegender Mechanismus, der wegfällt, ich habe keine Abhängigkeiten zu bestehenden Strukturen. Ja. Weil das große Problem für mich bei diesem bedingungslosen Grundeinkommen abhängig zum einen davon, dass es eben nicht in dem Sinne bedingungslos ist für die Finanziers. Das heißt, weil es muss irgendjemand weggenommen werden, weil da soll Umverteilung stattfinden. Da ist dann auch die Schwierigkeit, die regulären Modelle basieren entweder auf einer Umsatzbesteuerung, das heißt, ich besteuere Konsum, der damit deutlich teurer wird, oder ich besteuere Arbeit, die dann damit auch unattraktiver wird. Das heißt, sowohl Leistung als auch Einkaufen, beide Elemente werden dann im Zweifelsfall zementiert. Das heißt, ich kann wieder Konsum runterfahren. Das heißt, wenn die Menschen merken, dass sie Konsum nicht brauchen oder sich andere Formen von gemeinsamer Nutzung ergeben, dann macht das für ein Grundeinkommen in einer solchen Konstellation ein Riesenproblem, weil die Umsätze brechen weg und entweder ich muss weiterhin sozusagen die Zinssätze hochfahren, von wegen die Umsatzsteuer weiter anheben, was dann aber auch wieder den Konsum bremst. Das heißt, ich kannibalisiere mich selber aus. Das ist zum Beispiel spannend zu beobachten bei der Zigarettensteuer. Weil da war ja auch immer, lassen wir mal den angeblichen Gesundheitsaspekt außen vor, war immer das Abwägen, wie schnell, wie stark wird die Steuer erhoben, ohne dass man zu schnell die Einnahmen wegbrechen lässt. Weil hätte man von Anfang an zu sagen, wie für eine Steuer ein wegen Gesundheit, hätten wir 20.000% draufgeschlagen, also meinetwegen eine Zigarette 100 Euro, hätte kein Schwein mehr eine Zigarette gekauft, der Schwarzhandel hätte geblüht ohne Ende und man hätte aber keine Steuereinnahmen gehabt. Wenn man denn wirklich das Ziel der gesundheitlichen Aspekt gehabt hätte. Aber letztlich ging es nur immer darum, so sachte anzuheben, dass die Raucher sagen, naja, okay, 50 Cent mehr ist jetzt auch nicht schlimm. Und das ist eben letztlich beim Grundeinkommen, wenn man das dann auf die andere Seite mit der Arbeit schlägt, dann ist es noch schwieriger, weil irgendjemand muss das ganze Zeug produzieren, irgendjemand muss die Lebensmittel herstellen und so weiter und so fort. Und wenn dann zu sagen ist, ja, okay, schön, dass du arbeiten gehst, 40 Stunden, 50 Stunden die Woche, aber ein Drittel oder mindestens die Hälfte von dem, was du als Gehalt ausgezahlt bekommst, nehmen wir mal weg und das geben wir denen, die nicht arbeiten. Dann ist die Frage, wie groß ist da der intrinsische Anreiz zu arbeiten, zu sagen, also wenn ich jetzt zu Hause bleiben würde, hätte ich die Hälfte von dem, was ich jetzt habe, und hätte null Arbeit. Und jetzt arbeite ich komplett und bekomme nur noch die Hälfte von dem, was ich habe. Zwar das Grundeinkommen obendrauf, aber das nivelliert sich dann. Das heißt, die Anreize sind hier natürlich ganz anders, weil ich niemandem sage, okay, ich bestrafe, wenn du arbeitest. Ich im Gegenteil, weil wenn jemand arbeitet, ist alles seins. Also noch stärker als im heutigen System, langfristig gesehen. Wenn wir jetzt weiterspinnen zu sagen, okay, was soll der Staat noch finanzieren? Rentenversicherung können wir streichen, Arbeitslosenversicherung können wir streichen, Sozialhilfe können wir auch nach und nach streichen, Kindergeld sowieso, ist ja eh viel höher, 600 Euro im Monat, welches Kindergeld ist schon in der Höhe? Also von daher, letztlich Leute, die etwas für die Gesellschaft und damit für die Menschen tun, denen können wir das auch lassen, was sie dafür bekommen. Und ja, das ist hier natürlich auch schon sehr stark. Die Frage ist, wie entwickelt sich der Staat parallel? Weil natürlich, den haben wir jetzt noch nicht angeguckt. Was macht der Staat eigentlich in der Zeit? Wie stellt der sich jetzt zum Beispiel gegenüber Kriterien? Er sagt, 600 Euro, also was ist im Moment der Tagessatz oder der Monatssatz von einem Hartz-IV-Empfänger, was er bezahlt bekommt? Irgendwo um die 400 Euro und noch was. Ich glaube, das ist gerade knapp an der 400-Euro-Grenze gestrammt. Im Monat? Im Monat.
Also die internen Zahlungen, die für Miete und so weiter weggehen, sind da nicht drin. Das ist sozusagen das Taschengeld, was er im Monat verbrauchen kann, so in der Dreh. Das heißt, wir sind hier jetzt schon bei 600 Kriterien. Die Frage ist eben, erkennt der Staat das als Einkünfte an? Müsste es versteuert? Wird es auf Hartz IV angerechnet? Was auch immer. Also keine Ahnung. Das ist ein kompletter Blick ins Blaue, zu sagen, der Staat hat unglaublich viele Möglichkeiten. Wenn er auf Spartrip ist, würde er sagen, okay, ich rechne das hier voll an. Das heißt, du bekommst jetzt 600, bekommst du vom Staat nichts mehr, aber dann muss er auch keine Steuern mehr dafür erheben. Dann muss er keine Abgaben dafür kassieren. Das heißt, auf der ganzen Steuer- und Sozialabgabenebene kommt ganz viel in Bewegung und der Staat schafft sich ab. Also wenn er diesen Weg gehen sollte. Genau. Also deswegen, also die Effekte, ist unglaublich spannend zu gucken, was möglich ist. Und Kriterien eben, deswegen, also die Stiftung, habe ich ja gesagt, die soll so neutral wie nur irgend möglich sein. Das heißt, sie bietet nur eine technische Infrastruktur, mit der dieses Geldsystem betrieben wird. Sie macht keine Ideologie daraus. Sie sagt nicht, dass du das tun musst oder darauf verzichten musst. Deswegen, ich muss auch mit den Vermögenden nichts überzeugen. Es ist, jeder Schritt davon ist seine eigene Entscheidung, ob er mitgeht, ob er kontra geht, ob er sozusagen sich auf Euro beschränkt und damit aber auch seine Einkommensquellen minimiert, weil logischerweise Kredere in der Form, wie Kredere nicht nur wächst, sondern eben Euro kannibalisiert und diese ersetzt und austauscht, verändert es unser Wirtschaftssystem, definitiv, bin ich überzeugt davon. Also ich vermute spätestens an einem solchen Tipping Point, würde versuchen, der Staat in seinem Sinne das zu okkupieren und zu sagen, okay, dann ist es halt gleich das Hartz IV und dann setze ich am besten sogar noch Steuern drauf und mache mir das zu eigen, in meinem Sinne. Das heißt, wie ist es da mit dieser der Freiheit? Wem gehört die Stiftung? Wie frei ist sie? Wie sehr kann sie quasi vom Staat oder von irgendwelchen Interessen übernommen werden? Also das ist das, womit ich mich ziemlich lange auch beschäftigt habe, überhaupt, was ist der rechtliche Rahmen, in dem ich die Stiftung oder halt überhaupt das Kriterium letztlich betreibe, und habe mich deswegen zum einen für eine Stiftung entschieden, weil ich keine juristische Person haben will. Ich möchte das hier, deswegen ist es eine treuhändische Stiftung. In einer treuhändischen Stiftung ist der Treuhänder erstmal alleine verantwortlich. Ihm gehört es natürlich nicht, weil er ist ja Treuhänder, ist ja eigentlich nur Verwalter. Und formal gehört das Vermögen dann letztlich sich selbst irgendwo, was auch immer ist. Das heißt, der Treuhänder ist nur dabei, den Stiftungsgedanken umzusetzen. Aber eben nochmal mit dem Hintergrund eben zu sagen, dass die Stiftung kein Kapital akkumuliert, sondern jegliches Geld auch wieder umgesetzt wird. Und da ist jetzt so die Sache, aufgrund dieser Stiftungsform und meiner Entscheidung, dass diese Stiftung formal keine Gemeinnützigkeit beantragt. Das heißt, diese Stiftung wird nicht in ihrer Satzung haben, dass sie nur gemeinnützige Zwecke verfolgt. Weil damit falle ich aus dem Steuerrecht raus. Dadurch, dass es eine Treuhandstiftung ist, entfalle ich nicht unter der Stiftungsaufsicht, die es auch vom Staat gibt. Das heißt, der Staat hat für juristische Stiftungen eine Genehmigungsoption. Das heißt, er überwacht und genehmigt Stiftungen. Und eben das Steuerrecht hat eben die Möglichkeit zu entscheiden, okay, solange die gemeinnützig ist, entsprechend dem Steuerrecht, kann er auch wieder Einfluss nehmen. Das heißt, diese Klippen sozusagen dadurch umschiffen zu sagen, nein, da halte ich mich alles raus, ich nehme keine Steuergeschenke vom Staat, wir machen dann ganz normal Körperschaftssteuerrecht, werden halt, soweit Gewinne anfallen, die entsprechende Körperschaftssteuer versteuert. Und damit bin ich zumindest aus diesen direkten Regulationsmechanismen des Staates raus. Das heißt, dass der Staat jetzt hergehen kann und diese Stiftung übernehmen kann, weil sie gegen irgendeine Stiftungsauflage eventuell verstößt, ist da aus meiner Sicht erstmal ausgeschlossen. Also er müsste dafür ziemliches Recht beugen oder schaffen oder was auch immer er für Stricke, aber das sollte dann zumindest so weit sichtbar gemacht werden können, dass das illegale Handhabungen sind. Also dass er damit selbst sein eigenes, zumindest jetziges Recht bricht, wenn er da versucht, die Stiftung letztlich zu okkupieren, zu beschlagnahmen oder was auch immer. Ich denke, da ist immer noch die direkteste Linie zu versuchen, über die BaFin sozusagen, über die Geldgeschichte das Thema irgendwie einzukassieren. Aber da ist dann eben die Frage, zu welchem Zeitpunkt das passiert. Und ob der Staat dann tatsächlich stark genug ist, auf der einen Seite es durchzusetzen, weil die Frage ist, könnte der Staat heute, obwohl Bitcoin im Verhältnis noch ziemlich klein ist, aber wäre der Staat in der Lage, Bitcoin zu okkupieren, zu übernehmen und auszurotten oder in seinem Sinne zu verwalten?
Und das wäre dann die Frage, inwieweit man dann mit Kriterien und mit dem ganzen Zahlungssystem, das zwar nicht so dezentral ist wie Bitcoin, aber zumindest eine internetbasierte Plattform letztlich ist, ist die Frage, wo stellt man die Server hin und wo kann man dann notfalls ausweichen, wenn Deutschland sozusagen kein sicherer Hafen mehr ist und man es in Deutschland Gefahr ist, dass das irgendwie beschlagnahmt wird. Also ich denke, da gibt es genug Ausweichstrategien und Möglichkeiten, das dann so aufzusetzen, dass es immer noch genutzt werden kann, aber trotzdem kein Zugriff des deutschen Staates ohne weiteres möglich ist. Aber da ist die Frage, ob er überhaupt in Konfrontation geht, ob er letztlich den einfachen Weg geht und sagt, steuerrechtlich, okay, Hartz-IV-Empfänger wird komplett angerechnet, muss Steuern zahlen. Das ist auch das Beste, was uns passieren kann, sobald der Staat Steuern in Kriterien einfordert. Weil dann ist der Staat ja in der gleichen Geschichte. Das heißt, plötzlich fängt der Staat an, Ausgaben in Kriterien zu tätigen, weil er Einnahmen darin hat. Das heißt, da wird nochmal eine andere Schiene, zum Beispiel wieder der Zinseszinsmechanismus. Wenn der Staat so viele Kriterieneinnahmen generiert, dass er letztlich auch seine Tilgungs- und Zinszahlungsleistungen in Kredere leisten muss, also dann kommen wir schon wieder in diese Schiene rein. Also solange es gelingt, dieses System in irgendeiner Form am Laufen zu halten, sobald es wächst, sobald es relevant wird, ist es aus meiner Sicht nicht wirklich okkupierbar. Weil es entfaltet seine Wirkung allein aufgrund dieser beiden einfachen Systemregeln. Oder er sagt, solange wir ja diese Übergangszeit haben, wir haben nach wie vor den Euro in dem Fall, ich besteuere jetzt Kredere, nehme aber die Steuern in Euros ein. Genau, und da ist das, was wir vorhin mit der Bierbank hatten, solange die Leute Euros haben, mag diese Idee aufgehen, aber was ist, wenn die Leute plötzlich ohnehin schon, wenn hier 50% sozusagen in Deutschland das genutzt haben, gehen wir mal davon aus, dass auch die Lohnquote inzwischen bei 50% Kredere liegt. Wenn wir uns jetzt anschauen, was die Sozialabgaben und Steuerlast in Deutschland ist, also wenn ich 2.000 Euro meinetwegen mal brutto habe, oder am besten gleich noch 3.000, weil da werden die Steuersätze schön groß, zu sagen, Moment, also da geht Steuern, Sozialabgaben, Rentenversicherung, was da schon alles weggeht, da reichen mir 50% schon bald nicht mehr. Das heißt, wenn ich sozusagen das alles nur in Euro haben will, dann kriegt so ein Gehaltsempfänger überhaupt keine Euros mehr ausgezahlt. Dann gehen alle Euros an den Staat und sozusagen der bekommt nur noch Kredite. Und damit mache ich ja sozusagen eine Implosion in der Wirtschaft, in der Realwirtschaft. Weil dann hat er überhaupt keine Euros mehr, um die mit einkaufen zu gehen. Dann muss er seine Miete 100%ig in Euro zahlen, in Kredite zahlen. Weil, also egal, wo der Staat sozusagen versucht, auf den Euros zu bleiben, irgendjemand muss dann die Kredite annehmen. Und so oder so geht das, also ab einem gewissen Grad findet dann nur noch Beschleunigung statt. Jeder, der versucht, auf Euros zu beharren, wird damit das System auf einer anderen Seite nur beschleunigen. Weil die Euros halten und horten oder irgendwas anderweitig benutzen wollen, werden dafür sorgen, dass die anderen, die darauf angewiesen sind, umso mehr in Kredite machen müssen. Und desto schneller haben wir eine Wirtschaft, die letztlich auf Kredite basiert. Okay, dann gehen wir mal auf die 75%. Das heißt, nochmal wieder 200 Euro drauf. Das heißt, wir sind jetzt bei 800. Das heißt, jeden Monat kommen jetzt schon 800 Kredite auf euer Konto. Und ihr könnt jetzt, also wie gesagt, wir waren jetzt hier schon, auf jeden Fall die Hälfte von eurem Gehalt läuft in Kredite mindestens. Das heißt, eure Stromrechnung und also größtenteils werdet ihr die Ausgaben des alltäglichen Bedarfs gehen mal davon aus, dass sie auch mindestens zu 70-80% jetzt in Kredite geleistet werden können oder wahrscheinlich sogar absolut. Das heißt, so ein Energieversorger steht jetzt da und sagt, zahl in Kredite, kein Problem. Das heißt, die Notwendigkeit, Euros ausgeben zu müssen, werden auch für euch immer kleiner. Jetzt kommt Luxus dran. Urlaub, Flug nach irgendwo. Jetzt könnten dumme Sachen passieren, die nicht mehr so nachhaltig und ökologisch sind, unter Umständen. Dann wäre jetzt nur die Frage, werden sie lange passieren? Werden sie lange passieren? Das heißt, die Frage ist, wie oft oder wie viel brauchst du davon? Das ganze Gefühl hat sich ja dann geändert. Ne? Wir leben ja in einem ganz anderen Kontext, dann hier in einer anderen Gesellschaft. Das macht ja was mit uns allen. Genau, also ich gehe zum Beispiel davon aus, dass dieses Thema lass Geld für dich arbeiten, dieses Motto wird komplett gebrochen sein. Weil es macht ja keinen Sinn, das zu behaupten, wenn ich weiß, das funktioniert nicht. Ich finde überhaupt keine Geldanlagen mehr, in denen ich diese Ideologie folgen kann.
Das heißt, ich kann überhaupt nicht mehr über Zinseinnahmen mich sozusagen finanzieren. Dieses System bricht endgültig zusammen. Aber dann passiert doch, dass die Leute was damit anfangen, was weiß ich, schöpferisch tätig werden, kreativ werden, was weiß ich. Der eine fängt an, so Holzhäuser zu bauen. Hm. Genau, da ist der Punkt, den wir ja eigentlich jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, weil wir sind noch gar nicht in den Punkt gegangen, dass die Leute ja inzwischen auch Zeit haben. Weil bei 800 Kriterien im Monat heißt es ja auch nicht mehr, dass ich jetzt 5 Tage die Woche arbeite. Die Frage ist jetzt natürlich, wie viel macht es aus und wie viel behalte ich dann von den Kriterien netto über, wenn ich sage, kann ich mir da jetzt schon leisten, statt 5 Tage die Woche entweder 4 Tage die Woche oder sogar nur 3 Wochen zu arbeiten und 1 Woche jeden Monat frei zu machen. Das heißt, ich habe jeden Monat sozusagen 1 Woche frei. Nicht zusätzlich Urlaub, nicht irgendwas, sondern einfach nur 3 Wochen arbeiten, 1 Woche Pause. Und mindestens zumindest, denke ich mal, beim gleichen sozusagen Netto Ausgabepotenzial. Es sind dann nicht 800 on top, weil ich konvertiere sozusagen einen Teil von diesen Kriterien dann einfach in freie Zeit. In Zeit, die ich außerhalb des Arbeitslebens nutzen kann. Wie geht es euch damit? Was würdet ihr tun? Es kommt zu spät, weil du hast kein Arbeitsdings mehr. Dann lass mich mal waschen oder filmen, da bin ich wahrscheinlich nicht mehr da, wenn es dann mit dem Punkt ist. Aber was würdest du jetzt machen? Also wenn die Situation so wäre, in deiner jetzigen Situation? Oder wenn du noch einen Job hättest, wenn du noch normal, noch nicht Rentner? Ich weiß es nicht. Das Interessante wäre vielleicht bei dem Gedanken auch, gibt es im Moment etwas, was ich nicht tue, weil mir das Geld dazu fehlt oder die finanziellen Möglichkeiten oder die Sicherheit der finanziellen Möglichkeiten? Ich tue ja noch nicht mal was, obwohl ich Geld habe. Ich lasse das Geld im Moment liegen. Das ist ja das Problem. Also ich habe ja ein bisschen Geld. Aber das Liegenlassen passiert aus dem Sicherheitsaspekt heraus, dass du es noch brauchen wirst, aber es kommt ja nicht genug nach, deswswegen lässt es lieber liegen, als dass es aktiv irgendwo einsetzt. Ich könnte mir so Geld, also ich habe ein bisschen Geld, aber es langt nicht um den nächsten Sprung. Also ich denke dann immer in meiner Situation mit dem gemeinschaftlichen Wohnen und ich habe ja das Häuschen von meinen Eltern geerbt. Und da ist die Frage, da noch was anzubauen, aber wir haben keine Kinder. Mit dem Gemeinschaftlichen funktioniert es auch nicht so richtig, weil dann muss man sich einig werden. Da komme ich wieder an den Punkt, was will ich? Ja, jetzt habe ich das Geld. Im Moment gibt es wenig Zinsen, jetzt gibt es halt keine Zinsen. Aber es ist noch nicht. Wenn die Anita noch mal gesagt, sie hört vielleicht doch auf, aber das weiß ich nicht. Das wäre dann eine Situation, wo wir uns dann überlegen, was machen wir konkret. Das heißt, bei deiner Partnerin steht noch auf der Kippe, ob sie früher aufhört zu arbeiten, oder? Ja, die könnte eigentlich aufhören. Wir könnten mit dem, also das hier wäre jetzt, sie müssten noch 5 Jahre arbeiten und diese 5 Jahre für die Rente, die bringen dann halt auch noch ein bisschen was. Aber ich sage halt immer, man weiß ja nicht, wie das mit dem Euro weitergeht, also diese Gefahr des Euros, die sehe ich halt schon die ganze Zeit, aber ich komme nicht in die Bewegung, da jetzt was zu machen. Wie werden denn die Renten ausgezahlt? Weiterhin. Jetzt, wo wir so viel schon erreicht haben, so viel Prozent. Ja, da sind wir wieder letztlich bei der Frage vorhin von dem Staat. Und da wir jetzt nicht nur über 50, sondern über 75% sprechen, das heißt, der Staat wird selber auch Schwierigkeiten haben, die Renten komplett in Euro auszuzahlen. Also selbst wenn er die ganzen Schema von wegen 20% Rentenversicherung und so weiter, er wird nicht genug Euros ranbekommen. Das heißt, er wird auch dort dann in dem Fall den Weg gehen müssen und sagen, okay, ich muss den Rentnern auch Kredite zahlen. Das heißt, ich muss auch mindestens einen Teil der Renten, wenn man es sogar komplett umstellt, in Renten zahlen. Eine ganz spannende Idee wäre sogar noch, dass der Staat uns sozusagen seine Rentenzahlungen verkauft.
Also die Ursprungsidee, da gibt es ja meine Diplomarbeit dazu, da betrachte ich das Ganze nicht aus einer privatrechtlichen Geschichte, die freiwillig aufbasiert, sondern aus einer Komplementärwährung, die sozusagen vom Staat etabliert wird. Und da ist es natürlich unproblematisch gewesen, zu sagen, okay, wir machen einmal diese Geschichte so, wie sie hier läuft, plus alle Sozialleistungen sofort transferieren in die Komplementärwährung. Das heißt, der Staat kann von heute auf morgen sagen, okay, ich streiche alle Einnahmen und ganze Finanzierung und zahle die in der Komplementärwährung aus. Das ist die spannende Frage, wäre, wie möchte ich das sozusagen mit so einem Privatsystem? Das heißt, würde der Staat irgendwann hinstellen, wie auf Augenhöhe verhandeln, okay, wie sieht das aus, du hast so und so viele Rentner, wir wären bereit, die sozusagen kostenfrei, wir würden denen einfach die Konten anlegen und monatlich die Renten auszahlen. Du wärst raus. Und dafür erkennst du uns als gesetzliche Währung an. Das heißt, dann würde sozusagen Credere nicht den Euro ablösen, auf keinen Fall. Der Euro bleibt so, wie er ist, absolut bestehen. Aber es wäre sozusagen das, was ja auch in Griechenland diskutiert werde. Es gibt eine zweite Währung in Deutschland, die auch gesetzliches Zahlungsmittel ist. Das wäre eine Möglichkeit, je nachdem, ob der Staat solche Handel mit sich machen lässt und ob das dann möglich ist, zu sagen, gegen die Option zu sagen, okay, wir sind jetzt eine vollständig anerkannte gesetzliche Währung, übernehmen wir letztlich deine Soziallasten. Es werden keine Ansprüche mehr gegolten, also die Versicherung wird formal letztlich aufgelöst. Das heißt, du kannst keine neuen Ansprüche mehr machen, weil es werden ja keine Einnahmen mehr gemacht. So, aber alle bestehenden Ansprüche werden dann nacheinander abgegolten. Hartz IV ersetzen wir ja sowieso. Also bei 800 sind wir jenseits jeder Hartz IV-Regelung. Die hätte der Staat wahrscheinlich sowieso einfach hinten runterfallen lassen. Aber die Renten, die tun ihm weh. Also da nützt ihm auch das anzurechnen nichts, weil die Renten muss er zahlen. Da kommt er, kann er sozusagen nicht gegenrechnen. Das ist eine Verpflichtung, die er eingegangen ist. Und das wäre sozusagen eine Idee, eine Vision, Sachen, was auch hier passieren kann, zu sagen, okay, wir übernehmen das. Ist natürlich die Frage, wie das in diesen Nutzungsbedingungen dann ist, weil dann gibt es natürlich noch eine Ausnahmeklausel von wegen, wenn es diesen Handel gibt, dann zahlen wir plötzlich auch die Renten, weil die kommen on top. Das heißt, jemand, der eben dann die 800 Credere im Monat bekommt und dann kommt die Rente noch on top, die würden sozusagen außerhalb dieses Elements laufen, aber auch nur eine beschränkte Zeit. Weil dadurch, dass eben keine neuen Rentenansprüche mehr da sind, würde dieses System aufgelöst. Das heißt, wir würden diesen Freiheitsaspekt, der jetzt über 100 Jahre existiert hat, diese Rentenversicherung, die von Bismarck eingeführt wurde, letztlich diesen Rucksack, den wir mit uns rumtragen, würden wir wieder auflösen. Das heißt, wir würden letztlich langfristig oder mittelfristig sogar Credere würde dieses ganze Sozialpaket auflösen, ersetzen und ja, diese Freiheitsaspekt eröffnen wieder. Weil wir kommen heute nicht raus. Wir haben heute keinen Migrationsweg zu sagen, wie kommen wir je aus der Rentenversicherung raus? Außer durch einen Crash und dann ist alles weg. Ja, lass nicht zwei Fliegen mit einer Klappe. Also das Problem, das die Rentenversicherung hat, wäre gelöst. Und für diese Übergangsgeschichte würde es die Möglichkeit der Akzeptanz einer Komplementärwährung erhöhen. Also die Anreize, die Motivation, das zu tun, einen völlig neuen Weg zu gehen, werden doch doppelt gesetzt. Ja. Also deswegen, wie gesagt, aus der Diplomarbeitssicht, dann heißt das Ganze noch Neuro, weil es sozusagen der neue Euro war als Konzeptionsgedanke. Da war im Endeffekt das Bild, weil zu der Zeit, als ich die geschrieben habe, das war 2007, da war ja auch gerade wieder die Debatte, auf der einen Seite will man die Ansprüche, die man gegen die Rentenversicherung erwerben kann, senken. Die jungen Leute sollten privat versorgen, ihre Rentenlücke sozusagen füllen. Aber womit? Weil gleichzeitig müssen die Renten bedient werden. Das heißt, man hat ihm ja nicht sozusagen den halben Beitragssatz irgendwie storniert oder so weiter. Und das heißt, das ist eben genau diese Falle gewesen, oder die halt auch immer noch besteht. Das heißt, die Rentenversicherung ist defizitär. Das heißt, eigentlich müssen die Beiträge angehoben werden. Aber eigentlich die jetzt Ansprüche erwerben, haben weniger rauszubekommen. Das heißt, das System bricht so oder so. Also das kann zumindest in der Form, wie es heute läuft, ist es nicht stabil. Es ist absolut instabil. Und es ist nur die Frage, wann man wie lange dieses große Gebäude irgendwie stabilisiert bekommt. Ob man das dann eben, weil aktuell passiert es halt, zumindest damals waren es irgendwie 80 Milliarden schon, 2007 oder von den Staatshaushalten, die ich angeschaut habe,
wo das subventioniert wurde. Das heißt, 80 Milliarden sind sozusagen aus Steuermitteln in die Rentenkasse geflossen, damit überhaupt die Rentenversicherung ihre Leistungen decken kann und so weiter. Ich weiß nicht, wie groß der Spread inzwischen ist, ob das weiter angestiegen ist. Aber ja, mit so einer Komplementärwährung ist man natürlich super fein raus, weil natürlich, man erzeugt einfach die Kaufkraft, die versprochen ist, ohne dass man es jemand anders wegnehmen müsste und dort sozusagen die Kaufkraft entzieht. Es wäre eine zumindest sehr einfache Lösung. Ob es die beste ist, weiß ich nicht, weil es ist ja noch nie ausprobiert worden, was dann dabei am Ende passiert und was es letztlich auch aus Staatssicht von Staatsseite her bedeutet. Weil was bedeutet im Endeffekt das ganze Staatskonzept? Warum ist er so groß? Warum macht er so viele Sachen und? Weil was würde es, mal angenommen, Bismarck hätte diese Rentenversicherung nie vorgeschlagen, die wäre nie entstanden. Das heißt, welche Aufgabe hätte der Staat dann? Weil alle anderen Sozialversicherungen, die ja in verschiedenen Kämpfen und Machtgerangel und so weiter entstanden sind als Kompromisspakete, es würde bedeuten, dass letztlich der Staat seine eigentliche Funktion einer Machtstruktur, um eine Region zu beherrschen, zu erfüllen, dort seine Staatsmacht auszuüben, würde ja im erheblichen Maße schwinden. Es gibt noch weitere Funktionen, ne? Also die Wohlfahrt, die ist da ja doch vorhanden, die würde er ja damit nicht aufgeben. Da wäre wieder die Frage, was ist die Wohlfahrt, die man über Kriterien hinaus bräuchte? Also das, was jetzt als Hartz IV zum Beispiel läuft, gewisse Anteile des Gesundheitssystems, gewisse nur noch, nicht mehr viel. Wir hatten ganze rechtlichen Geschichten. Die Juristerei und so. Ja. Die ausführende Gewalt. Das ist noch beim Staat, auch wenn auch das sich verschiebt. Da wäre sowieso noch die große Frage, wollen wir jemanden, der Gewalt ausübt? Aber das wäre nochmal ein einzelner Themenfilm in der Abend, wo man darüber sprechen kann, was bedeutet es, wenn man, egal wer es ist, egal mit welchen Beweggründen, man die Erlaubnis erteilt, Gewalt ausüben zu dürfen. Die Frage war ja gerade, was bleibt? Ja, eben. Aber die Frage ist, möchte man wirklich das sozusagen behalten? Also für mein Bild ist es nämlich, es bleibt wenig im Staat, was einer Gesellschaft förderlich ist. Ein Zusammenleben von Menschen, die auf Augenhöhe gleichberechtigt miteinander umgehen wollen. Aber wie gesagt, also das ist so weit, zum einen eventuell zeitlich noch weit weg, aber vor allen Dingen auch schwierig einzuschätzen, wie diejenigen, die in dem Moment in diesen Strukturen sind, die diese Strukturen letztlich dann zu dem Zeitpunkt vertreten wollen, vertreten müssen, wie die auf solche Strukturen und solche Entwicklungen reagieren. Was sie tatsächlich, also oder eben schon früher, aber was sie letztlich tatsächlich merken, wenn ihnen die Fälle wegschwimmen. Das bauen wir doch nochmal in der Zeit weiter auf das, was schon am Horizont sichtbar ist, und zwar die schwindende Macht weiterhin des Staates und den Aufbau von Gigakonzernen, die ihr eigenes Geld dann schöpfen möchten. Also wenn wir das nochmal hier in unsere Vision mit reinnehmen, dann ist da jetzt der eBay-Konzern oder der eBay-Staat und der Google-Staat sozusagen. Das steht dagegen. Also ich weiß noch nicht, ob sie dagegen stehen. Ich würde sie erstmal daneben stellen. Ja. Und die Frage ist, gehen wir mal am besten von Google aus. Ja. Das heißt, Google hat jetzt seine eigene Wallet, hat seine eigene Währung rausgebracht. Mhm. Wie bekommt man die? Durch Verkauf seiner persönlichen Daten. Das heißt, ich surfe nur mit Google-Browser, ich habe alle Datenschutzbestimmungen ignoriert und sage, hier, nimm meine Daten. Weil die Frage ist, also welche Gegenleistung bekomme ich, oder was muss ich als Gegenleistung erbringen, damit ich von Google das Geld bekomme? Weil die werden es nicht verschenken, oder? Also hier wird es natürlich auch nicht verschenkt, weil es waren ja die 10 Euro die ich dann direkt zahle, aber das ist direkt sichtbar. Die Frage ist, ist es für mich sichtbar, was ich Google als Gegenleistung gebe, wenn ich, wenn ich von denen letztlich Gehaltsempfänger werde? Also nicht nur als Angestellter, sondern in irgendeiner Form eher als Datenlieferant wahrscheinlich. Also blöde Frage vielleicht, müssen die überhaupt noch etwas mir... Nein.
Darf ich überhaupt noch was erwarten? Ich liefere die Daten doch sowieso schon. Dann wäre aber wieder die Frage, die Grundlage für eine Google-Währung. Genau. Wie kann Google, eBay, wie können die ihre Währungen überhaupt unter die Leute streuen? So, können die irgendwann sagen, all die Geschäfte, die jetzt übers Internet oder mit denen und den Firmen gemacht werden, da sagen wir nicht Freiwilligkeit, Kredere, sondern dafür müsst ihr jetzt Google-Geld geben. Euros nehmen wir nicht mehr an, Kredere sowieso nicht und Dollar auch nicht mehr. Dann bräuchten die aber sicherlich, das muss ja als gesetzliches, muss ja nicht. Gesetzliche Zahlungsmittel muss es nicht werden. Die können ja genauso wie Payback, also versucht man das mal von Payback aus loszumalen, weil die Währung ist schon da, die wird auch benutzt, wird in vielen Geschäften akzeptiert. Payback ist soweit bekannt, oder? Die Payback-Punkte, diese grünen Kulern, die blauen Kulern-Dinger. Das heißt, heute, wenn ich ganz normal Euros ausgebe, kann ich Payback-Punkte sammeln und kann die dann weiter ausgeben. So, jetzt nehmen wir mal an, dass Payback in irgendeiner Form noch darüber, dass ich nicht nur Euros ausgebe, sondern dass ich eben mit meinen Daten weiterhin freizügig umgehe. Das heißt, ich kriege vielleicht irgendwie einen Grundbetrag von so und so viel Payback-Punkten jeden Monat, allein dafür, dass ich halt mein Handy zum Beispiel jederzeit mit dem Internet verbunden ist und die absolut hundertprozentig meinen Standort überwachen und genau wissen, wann ich in welchen Geschäften war. So, das ist so die Gegenleistung, das heißt, ich liefere denen nochmal explizit ganz genaue Personalisierungsdaten für mein Kaufverhalten und dafür bekomme ich einen bestimmten Betrag. So, das wäre jetzt sozusagen die Basis, auf der jemand letztlich auch einen bestimmten Geldbetrag bekommt. Die Frage ist, stört es Kredere in irgendeiner Form, verhindert es Kredere, blockiert es Kredere, weil wir haben uns da sozusagen relativ wenig zu sagen. Die Frage ist, ob Payback tatsächlich, ob die den Federhandschuh hinwerfen würden und sagen, wir schließen euch aus. Und das halte ich für die Entwicklung, wie es aktuell stattfindet und wie ich es auch im Internet sehe, für unwahrscheinlich, weil es findet eher genau das Gegenteil statt. Man nimmt die noch so kleinste, unwahrscheinlichste Währung mit auf. Also es gibt ja dann Zahlungsdienstanbieter. Das heißt, die Shops rechnen zwar regulär meinetwegen in Euro ab, aber ich kann mit Bitcoins, mit irgendwelchen Talern oder sonst irgendwelchen Sachen zahlen, weil der Zahlungsdienstleister in dem Moment, wo ich die Transaktion tätige, sagt, okay, kein Problem, ich nehme deine Bitcoins zum Beispiel an, rechne die sofort auf dem Marktplatz in Euro um, das Geschäft kriegt seine passende Euromenge, aber als Zahlung konnte ich die Bitcoins nutzen. Die sind dann zwar irgendwo wieder getauscht worden und wieder in Umlauf gekommen, das heißt, sie werden auch nicht zurückgehalten. Das heißt, die Unternehmen schauen eher, dass sie eigentlich, egal in welcher Währung, Hauptsache die kriegen den Umsatz. Das heißt, ich halte es für sehr, ich weiß nicht, ob Google, also was für eine Machtposition die bräuchten, damit sie tatsächlich hingehen und sagen können, nur noch Google Pennies oder irgendwas. Ist aus Unternehmensstrategiesicht unglaublich unwahrscheinlich. Da muss es so eine monopolistische Struktur haben und so dominant in Märkten geworden sein, dass sie sich das erstens leisten können, das durchzusetzen und zweitens das auf Dauer auch zu halten. Das heißt, sie müssen in der Folge auch schaffen, den Markt so zu kontrollieren, dass Konkurrenzstrukturen nicht entstehen können. Und das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Weil da müsste viele Entwicklungen im Internet noch zurückgemacht werden, zurückgerollt werden, beschränkt werden. Also Thema Netzneutralität und so weiter ist da schon nur ein Baustein zu sagen, das muss Google komplett in der Macht haben, zum Beispiel die digitalen Datenströme zu kontrollieren und zu sagen, du musst uns bezahlen. Ja, aber das Internet wird doch von Google kontrolliert, das ist eigentlich ein Google-Internet. Haben die da nicht dann auch diese Option noch hinten dran? Nicht in der Form. Also Google kontrolliert nicht in dem Sinne das Internet. Das ist dann nur die Frage, inwieweit Leute nur das finden, was es in Google angezeigt wird. Das heißt, Google ist im Moment eher so ein Gatewächter. Das heißt, wenn ich sozusagen in diese Gated Community reingehe, sehe ich nur das, was mir Google präsentiert. Aber niemand sagt, dass ich nur über dieses Tor dort reingehen kann. Ich kann auch woanders lang gehen. Aber diese Darknet. Sei es Darknet, es gibt auch noch andere Suchmaschinen, es gibt verschiedene Versuche, die sind aber alle relativ klein. Das sind halt, während Google meinetwegen ein Frankfurt repräsentiert, ist vielleicht die kleinen Sachen nebeneinander, das sind halt die kleinen dörflichen Gemeinden, die muss ich halt dann schon ein bisschen kennen, um die zu finden. Die finde ich so ohne weiteres nicht. Hier, wenn ich durch Deutschland durchfahre, einfach mal die Autobahn runter, da werde ich Frankfurt, werde ich mit Sicherheit nicht verfehlen. Aber ob ich irgendein kleines Dörfchen finde, ist unwahrscheinlich. Da muss ich dann schon den Weg mir genauer suchen. Aber die Frage ist,
schafft es sozusagen Google dann dafür zu sorgen, dass keine Straßen mehr in dieses andere Dorf sind. Und ich glaube, das wird Google nicht hinbekommen. Also nicht mit den heutigen Strukturen. Da muss sich sehr viel ändern. Aber dann haben wir, glaube ich, andere Probleme. Dann werden wir tatsächlich in so einer Dystopie der Megakonzerne, die tatsächlich alles kontrollieren, bis runter auf die menschliche Ebene. Dann müssen wir das uns keine Gedanken mehr machen, dann müssen wir an anderen Stellen kämpfen. Deswegen, also so ein elektronisches Geld, sei es jetzt die Google-Pennies oder die Facebook-Taler oder sonst was, die würden hier erstmal überhaupt nicht stören. Die Frage ist natürlich, ob es für die Unternehmen tatsächlich noch einen Sinn macht, die zu nutzen. Wenn Credere vorher größer wird als ihre Strukturen, wenn sie die anfangen aufzubauen. Dann gehen wir sozusagen den letzten Schritt nach oben. Das heißt, wir bewegen uns ab jetzt auf der 90%-Ebene, weil da wir ja mit 100 schon bei 0 angefangen haben, erreichen wir die 1000, also die Maximalgrenze bereits bei 90%. Das ist auch so ein bisschen Puffer, von wegen, wenn die Prozente dann meinetwegen zwischen 95 und 98, 97 schwanken, weil man ja nicht immer eine 100%-Abdeckung haben kann, will, muss, dann hat man trotzdem den sicheren Betrag, ich kriege meine 1000 im Monat und das ändert sich nicht. Deswegen ist es auch ganz praktisch, dass es hier sozusagen nochmal 10% Puffer gibt zwischen dem, wo manche nochmal überzeugt werden müssen oder die nicht mitmachen wollen oder die einfach kritisch gegenüber dem System sind und so weiter, und trotzdem eine stabile Außenwirkung zu haben. Und das heißt jetzt, jeder letztlich zwischen 75 und 80 Millionen sind wir dann jetzt irgendwo hier in Deutschland, die das, also letztlich ist es ein ganz alltägliches Produkt. Das heißt, so wie ich heute mein Euro-Girokonto habe, habe ich mein Credero-Girokonto. Euro gibt es formal noch, weil Euro ist es ja nie die Notwendigkeit, Euro aufzulösen. Das Spannende ist jetzt, werde ich Euro noch begegnen? Weil das ist zum Beispiel auch eben dieser Effekt, dadurch, dass ja Credere, wir hatten ja eigentlich schon ganz am Anfang ging es schon los, zu sagen, ich gebe erstmal Credere aus und mal gucken, was ich mit den Euros mache. Und jetzt ist die Wirkung natürlich extrem. Das heißt, ich kann eigentlich alles, was ich an Ausgaben habe, in Credere decken. Die Unternehmen haben gar keine andere Option, als zu sagen, die sind bereit, alles in Credere anzunehmen. Und das bedeutet aber, die Euros laufen nicht mehr um. Und dann wird nämlich sozusagen in dieser Konkurrenz, lustigerweise gibt es in der Ökonomie ein Gesetz, das nennt sich Gremsches Gesetz, was sagt, die schlechteste Währung läuft um und die bessere Währung verlässt sozusagen das Land bzw. verschwindet. Wobei das aber nur aus einem bestimmten Standpunkt heraus ist. Das heißt, die Währung, die sich besser wertmäßig speichern lässt, die wird gehortet, während die andere Währung ausgegeben wird. Aber da ich ja jetzt das umgedreht habe und gesagt, mein primäres Ziel ist es, eine Währung zu haben, die ausgegeben wird. Eine Währung, die letztlich Transaktionen bedient, die den Wertspeicher überhaupt nicht erfüllen soll, nutze ich sozusagen gerade das vermeintliche Nachteil einer Währung, zu sagen, ja, gib sie aus, weil was anderes sollst du damit eh nicht machen. Und damit letztlich den Euro, auch wenn er formal nicht abgeschafft wird, eher gefühlstechnisch wahrscheinlich nicht mehr da ist. Das Interessante ist auch, ab wann hier zum Beispiel, wir wissen das ja noch von der D-Mark auf die Euro-Umstellung, wie lange wir dann D-Mark und Euro-Preise hatten, die dann beide gleichzeitig waren, wann dann irgendwann die D-Mark-Preise ganz verschwunden sind. Also erst D-Mark groß, dann so ein bisschen Euro schon mal informativ, dann irgendwann so beide gleich und dann nur noch Euro-Preis. Und die Frage ist, was passiert mit Credere? Wann landet Credere im Supermarkt tatsächlich auf dem Preisschild? Also nicht nur zu sagen, okay, du kannst es auch am Ende bezahlen, wenn du an der Kasse gehst, sondern du gehst in den Supermarkt und siehst eine ganz andere Währung ausgezeichnet. So als ob du in die Schweiz wärst und CHF dahinter steht halt dann Credere dahinter statt Euro. Beziehungsweise wäre mal interessant, ich war nicht so oft in der Schweiz einkaufen. Ich weiß gar nicht, wie oft dort eventuell auch was in Euro ausgezeichnet wird. Ob da überhaupt, also gerade so die Grenzgebiete, ob da noch was in Euro ausgezeichnet wird. Auf jeden Fall, das ist sozusagen auch so, wie ich sage, auf wann auf dieser langen Reise das eigentlich schon passiert ist, wann die Geschäfte angefangen haben, ich habe eigentlich fast nur noch 90% Euro Credere-Kunden, da macht überhaupt keinen Sinn mehr, Euro-Auszeichnungen zu machen, weil wozu soll ich die Dinger mit zwei Schildern auszeichnen? Und ich bin jetzt bei Credere. Das heißt, ich zeichne meine Produkte und meine Preise in Euro aus, in Credere. Und das ist sozusagen das Spannende, wann der Euro aus der gefühlten Wahrnehmung so verschwunden ist, nicht, dass die Leute den gleich vergessen werden, aber dass er sozusagen keine, also wenn man heute in den Nachrichten irgendwie hört, Euro sozusagen zum Wechselkurs Dollar und so weiter gestiegen, gefallen und so weiter, ab wann das auch wegfällt, weil
Es interessiert keinen mehr, was der Wechselkurs vom Euro zum Dollar ist. Vielleicht wollen die Leute wissen, was der Wechselkurs zum Kredit ist, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es denen auch wurscht, weil ach ja, was ich am Anfang nicht gesagt habe, das ist jetzt zwar auf Deutschland gemünzt gewesen, aber das System natürlich ist nicht, also nicht ländergebunden. In dem Moment, wo diese Plattform steht, kann das von China über Indien bis Lateinamerika irgendwo ausgerollt werden und in jedem Land würde sozusagen dieser Prozess stattfinden. Halt hier mit anderen Zahlen, aber hier mit den gleichen Prozenten. Und da wäre es genauso spannend. Das heißt, es kann genauso gut sein, dass uns Amerika irgendwann überholt, weil die plötzlich schneller, also als wir hier sind, überholen die uns vielleicht dann mit 75-80% sagen, ey, das findet da viel mehr Anklang, weil die natürlich kein Sozialsystem haben, das ersetzt werden muss, sondern die haben da erstmal viel Bedarf an Leuten, die ja eine Grundversorgung brauchen. Also das ist sozusagen so mal ein Nebeneffekt. Das heißt, es kann schnell auch in andere Länder ausgeteilt werden und dann uns überholen, bevor wir da oben ankommen. Was wäre, wenn es ein relativ geschlossenes System wäre, hier in Deutschland nur eingeführt würde und man dann und dann irgendwie sowas passieren würde, was wir immer wieder beobachten können, dass es Staaten irgendwann nicht mehr so gut geht, weil man sie vielleicht gezielt auch angreift. Ja, so. Und dann haben wir hier eine Währung, die sich zwar in diesem Sinne hervorragend hier entwickelt, aber durch ein fast geschlossenes System, das nicht über die Ländergrenze springt, warum auch immer. Also das System würde in dem Moment, wo die Plattform da ist, nie so geschlossen sein. Also ich würde nie, also von Anfang an wird es für alle Länder die Möglichkeit geben, sich dort anzumelden. Es wird nie auf Deutschland beschränkt sein, zu sagen, es dürfen sich jetzt nur Leute in Deutschland anmelden, sondern es würde parallel mit allen Ländern, die weltweit irgendwie einigermaßen vernünftig evaluierbar sind, zu sagen, okay, das sind die Bevölkerungszahlen, das sind die Prozentzahlen. Das heißt, also diesen geschlossenen Systemstaat wird es nie geben. Was jetzt in dem Land tatsächlich passiert, ob dort, wenn es dann runtergeht, nehmen wir zum Beispiel Griechenland und so weiter, mal angenommen, dieses System wäre bereit gewesen. Und die Griechen hätten da sofort einsteigen können. Die Frage ist, hätten sie es gemacht, hätten sie es nicht gemacht und wenn ja, aus welchen Gründen? Also aus meiner Sicht, wenn du sagst, in dem Land geht es gerade schwierig oder letztlich die Einkommen brechen ein, weil das ist ja das Relevanteste, das heißt die Versorgung der Menschen ist gefährdet aufgrund ihrer fehlenden Einkünfte, wäre das eigentlich nur ein Push sofort zu sagen, sobald man die Informationen streuen kann, dass es dieses System gibt und dass ihr dort zumindest einen Geldkreislauf etablieren könnt. Ob ihr dann parallel den Warenkreislauf dazu hinbekommt, kann ich euch nicht herstellen. Weil die Waren müsst ihr selber produzieren. Stimmt, eigentlich ein optimales Mittel, gerade bei Menschen und auch Systemen, die schwächeln. Ja. Egal aus welchen Gründen, ob man ein Land extra wie früher mal Japan unterminieren möchte, also genau dann wäre das ja genau die richtige Impfung. Das richtige, gutes Medikament. Genau, also es würde Credere auf jeden Fall beschleunigen, sofern man die Informationen zumindest reingestreut bekommt. Sofern man irgendwo einen Kanal kriegt, zu sagen, okay Leute, da gibt es eine Möglichkeit, ihr habt Auswege, ihr müsst nicht vor euch hindaben und akzeptieren, dass ihr da nichts bekommt, sondern es gibt eine Möglichkeit. Und ja, also bin ich ganz sicher. Und ich habe schon öfter gedacht, so bei den letzten Krisen, die wir immer wieder hatten, ach, optimaler Zeitpunkt, aber eigentlich ist es egal. Wir kriegen immer wieder Krisen, also die Krisen gehen uns nie aus und von daher sobald wir es haben, werden wir die nächste Krise optimal nutzen können. Aber gehen wir nochmal in die letzte Frage hier vielleicht dann auch rein. So, ne? Was täten wir bei 1000 Euro unter den Bedingungen, die wir gerade gehört haben? Hohe Akzeptanz überall. Wir bekämen die 1000 Euro zusätzlich. Neben der Rente, neben dem Gehalt, also für mich käme da sehr stark der Zeitfaktor natürlich ins Spiel jetzt. Das heißt letztlich die Arbeit und das Gehalt runterzufahren und weniger dort zu machen und dann für andere Sachen zu nutzen. Ja, die Frage ist vor allen Dingen, welchen Stellenwert hätte überhaupt noch nicht nur ein Gehalt, sondern vor allem eine Erwerbsarbeit? Das heißt, wie viel Zeit würde ich mit einer Arbeit verbringen, die mich zumindest nicht erfüllt oder zufriedenstellt oder vielleicht ich auch als eher störend empfinde in Hinsicht auf das, was ich an Werten und Zielen vertrete. Ich würde gerade mich hineinzuversetzen in jemanden, der einen völlig unbefriedigenden Job
in diesen Konzernwelten erledigt, ja, so der eigentlich Burnout hat und dem die Sinnhaftigkeit schon längst verloren gegangen ist, wenn er ehrlich zu sich selbst wäre. Oder jemand, der sich in diesem System befindet, aber noch unbewusst ist, der einfach funktioniert in seiner Rolle und die Bewusstheit dafür noch gar nicht hat. Davon gibt es ja ganz viele auch. Die Frage ist, Manuel, hat er einen Eindruck dafür, geht es ihm damit in der Hinsicht gut, dass er sich nicht unglücklich fühlt, oder hat er eine Leere in sich? Also sozusagen, was ist sein Gefühlszustand in diesem Funktionieren-Modus? Ja. Und jemand, der unbewusst ist, der dreht das Rad weiter. Der kriegt ja kaum was mit. Es muss schon eine gewisse Bewusstseinsschwelle auch dort erreicht sein, um das zu checken. Es braucht ja nicht so viel Intelligenz. Deswegen, also ich werde die Frage, was wäre denn dann, also er kann nicht unbewusst Kriterien bekommen. Also gehen wir mal davon aus, er hat zumindest mit Kriterien in Berührung gekommen, hat mitbekommen, dass es das gibt. Das ist an ihm irgendwo klar, weil 90% müssen ja sozusagen, wie Lotto jeder schon mal gehört hat, dass man das spielen kann, weiß er, dass es das gibt. Die Frage ist jetzt, hat er sich entschieden mitzumachen oder nicht, weil immerhin ist es mehr Kaufkraft, und die Frage ist zumindest Geld verdienen, wird ihn auch, egal wie automatisiert er in diesem Betrieb läuft, wird ihn sozusagen antriggern. Das heißt, er ist ja zum Geldverdienen zu arbeiten. Und jetzt bekommt er noch mehr Geld, ohne was dafür tun zu müssen. Also so. Die Frage ist, kann er da unbewusst bleiben? Das heißt, er sieht plötzlich, dass er noch mehr Geld hat, ohne was dafür zu tun, und muss sich ja zumindest die Frage stellen, was macht er damit? Das ist der Trojaner. Auch. Oder? Ansatzweise. Bei so vielen Teilnehmern hebt dieses System die Bewusstseinsschwelle. Also es wird zumindest Fragen in den Raum stellen. Weil die einfache Antwort, warum ich arbeite, weil ich muss, ich brauche Einkommen, die Antwort fällt plötzlich weg. Ich glaube, durch diesen Hebel, wenn Menschen sozusagen die einfache Antwort von wegen, ja, ich muss, und was sie durchhalten lässt und so weiter, wenn diese Antwort plötzlich verschwindet, wenn die nicht mehr glaubhaft ist, weil wenn sie ja mit Kriterien hier in Berührung gekommen sind, 90% Kriterien inzwischen als Konto einnehmen, dann könnte sich nicht mehr der Lüge hingeben, zu sagen, ich müsse. Weil da steht eine andere Zahl auf dem Konto, die sagt, du musst nicht. Doch, die könnten immer sagen, naja, 1000 reicht ja nicht. Reicht ja noch nicht mal für die Miete. Das sind aber wenige Regionen, wo das möglich ist. Also hier wäre es nicht möglich. Ja, also Frankfurt mit Sicherheit. Ein schwieriges Pflaster zu sagen, mit 1000 komme ich nicht alleine über die Runden, wenn ich alleine wohne und alles selbst finanzieren muss und so weiter. Aber ich denke, von den 80 Millionen in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele wirklich in solchen Hochpreiskategorien leben. 20 Millionen? München. Berlin, Hamburg. Wobei es da auch auf die Gegenden ankommt. Also schwer zu sagen. Günstig in München wohnt man in Augsburg, heißt es. Also das Gebiet muss groß sein. Deswegen ist Augsburg auch teilweise relativ teuer geworden, was die Immobilien angezogen sind und so. Aber ich denke, im Verhältnis bekommst du ja trotzdem noch eine vernünftige Wohnung für locker unter 1000 Euro. Also, das geht. Deswegen, also, ich denke, diese. Naja, gut, es war auch vorher möglich, diese Antwort aufrechtzuerhalten, zu sagen, ich muss, oder es gibt die Notwendigkeit, das zu tun. Aber für die meisten Menschen wird diese Fassade, entweder müssen sie tatsächlich ausblenden, aber ich glaube nicht, dass sie dann Kriterien wirklich nutzen werden. Dann wären wir auf jeden Fall noch weiter unten in der Nutzungsquote. Weil wenn es so viele nutzen, dann können sie es nicht ausblenden. Weil wenn ich in ein Geschäft laufe und da Kriterienpreise sehe, dann kann ich nicht sagen, diese Währung existiert nicht und die macht mit meinem Leben nichts oder es ändern sich die Produkte nicht und so weiter. Weil was ich ja hier vorhin mit dieser Kohle angesprochen hatte, wir sind jetzt in einer Wirtschaft, in der Crowdfunding, sage ich mal, das normale Finanzierungsmodell ist. Das heißt, es sind nicht Aktienemissionen, es sind keine Kreditaufnahmen bei Banken, sondern Crowdfunding ist sozusagen die Basis auch für große, teure Technologieunternehmen. Weil ja alle Leute mindestens 1000 Kriterien mehr im Monat haben.
die sie irgendwo unterbringen, wo sie Leuten die Möglichkeit geben, letztlich auf Ressourcen, die wir produzieren, die wir zur Verfügung haben, zuzugreifen. Weil nichts anderes ist es ja. Das heißt, über Geld wird gesteuert, wie ich Zugriff auf Ressourcen bekomme. Und das bedeutet aber, dass tatsächlich, so wie das mit dieser Premium-Cola passiert, das Unternehmensziel ist nicht mehr Gewinn zu machen, sondern das Unternehmensziel wird, das ist ein, sozusagen ein ganz großer Baustein, wo Kredere aus für mich hinführen soll, zu einer bedürfnisorientierten Wirtschaft. Das heißt, die Wirtschaft produziert nicht mehr, um zu konsumieren, um Gewinne zu machen, um Profite zu steigern, um Absatzmärkte zu erobern, sondern die Wirtschaft produziert nur und ausschließlich auf Bedarfsanforderungen. Das heißt, es wird nicht im Vorfeld produziert, sondern es wird nachträglich produziert. Ich formuliere ein Bedürfnis, einen Bedarf, den ich tatsächlich habe, und dann wird ein Unternehmen aktiv und produziert das. Natürlich gibt es noch Erfinder und sonst was, die irgendwas ausprobieren und machen und so weiter, aber es wird sozusagen in dem Sinne keine Notwendigkeit geben, nach einem iPhone 5, ein iPhone 6, ein iPhone 7 zu bauen, weil es dafür gar keine in dem Sinne Notwendigkeit gibt, weil das Unternehmen braucht es nicht. Das Unternehmen muss keine neuen Gewinnabsatzmärkte erobern, sondern es ist erstmal ein technologisches Produkt, mit dem man alle notwendigen Funktionen erfüllen kann. Das heißt, so einen Technologiesprung macht man vielleicht dann nur noch alle 3 oder 5 Jahre, wenn überhaupt. Oder man baut die Sachen sowieso schon komplett anders, weil es gar nicht darum geht, ein möglichst teures Produkt zu haben, sondern statt dem iPhone und ich dann wieder irgendwie 300 oder 400 € ausgebe für das nächste, gebe ich vielleicht 100 € aus und lasse es upgraden. Das heißt, ich schicke es einmal ein, es wird an irgendwas an der Hardware ausgetauscht, weil es schon modular designt ist und weil das Unternehmen ressourcenschonend arbeitet und auf Bedürfnisse reagiert. Das heißt, dieses ganze Umdenken zu sagen, wenn Kredere einen Großteil letztlich dieses Gelddenkens aus der Wirtschaft verändert hat, es geht nicht mehr um Zinsen, es geht nicht mehr um Dividenden, es geht nicht mehr um Einnahmensteigerung, sondern es geht darum, den Menschen zu nutzen. Das Eigentliche, wo man ja mal denken könnte, okay, die Grundlage der Wirtschaft ist, für den Menschen etwas Vorteilhaftes herzustellen, zu produzieren, seine Lebenssituation zu verbessern. Und dann zu sagen, ja, da muss doch der Mensch erstmal kommen und sagen, was er verbessert haben will. Dann soll er sich doch erstmal überlegen, was er braucht, was er will, was er haben möchte oder sonst was. Es würde zum Beispiel, das ist auch das Interessante, wenn ich jetzt hier durch Frankfurt durchlaufe, ich weiß nicht, in Deutschland ist das mit den Großstädten nicht so, mit diesen ganzen Werbeplakaten und Werbetafeln, aber wir haben Litfaßsäulen, wir haben irgendwelche Blink-Blink-Reklamen irgendwo auch. Welchen Sinn würde sowas noch machen? Das heißt, in einer Wirtschaft, in der Unternehmen produzieren, weil die Menschen zu ihnen hingehen und sagen, ich brauche das. Dann wissen die Menschen auch, was sie wo bekommen können und so weiter. Das heißt, ich brauche keine Werbung im klassischen Sinne. Ich brauche vielleicht ein Informationsportal, wo ich mal das und das oder so suchen kann, so wie ich eine Google-Suchmaschine benutze, aber Werbeanzeigen machen keinen Sinn mehr. Kannst du den Sprung ein bisschen langsamer noch machen? Mhm. Ich verstehe es, aber wie man wirklich realistisch in dieser Transformationszeit dorthin gelangt. Es sind ja auch Arbeitsplätze, ne? Also ein anderes Argument vielleicht. Ne? So, wenn das jetzt alles abschaffen müssen, dann, okay, dann kriegen wir zwar die 1000 Kredere, aber die Leute haben ja keine Arbeit mehr. Sind die dann alle so kreativ? Machen die dann alle was? Hängen die dann rum? Also was sie machen, kann ich dir nicht beantworten, aber sie machen auf jeden Fall alle weniger. Also zumindest was die Erwerbswelt angeht. Das heißt, gehen wir mal davon aus, dass im Schnitt sozusagen jede Person noch eine Woche im Monat arbeitet. Das heißt, sie bekommt auch nur noch circa ein Viertel von dem Gehalt. Dafür ist aber das Gehalt, was sie dann bekommt, ihres. Das heißt, weil die Sozialabgaben ja dann weggefallen sind, weil die ganzen Belastungen. Und die Frage ist dann auch noch, was für Steuerabgaben da sind. Das heißt, nimmt der Staat noch im größeren Umfang Steuern ein, weil was will er damit finanzieren? Weil das Crowdfunding lässt sich ja auch nicht nur auf Unternehmen übertragen, es lässt sich auch auf staatliche Projekte übertragen. Das heißt, wenn der Staat jetzt sagt, wir bauen da noch eine neue Kita, wir bauen da, muss die Schule renoviert werden, da müssen, oder da soll die Autobahn erweitert werden und so weiter, das kostet so und so viel Millionen. So, Leute, ihr habt doch Geld über. Das heißt, wenn ihr das wollt, dann bezahlt auch dafür. Dann muss ich nicht anderen sozusagen zwingen, dass ihr das bezahlt und euch das irgendwie wegnehmen und Steuern einnehmen, sondern dann kann ich auch das komplette, letztlich das Ganze, was der Staat als nützliche Organisation der Gemeinschaft sozusagen bereitstellen soll. Das heißt, die ganzen Projekte, die der Staat macht, im Sinne des Gemeinwohls,
die muss ich doch gar nicht über den Staat laufen lassen. Wenn das ein sinnvolles Projekt für die Gemeinschaft ist, dann wird es doch sicherlich auch genug Menschen geben, da ja jeder direkt an die Geldquelle kommt, einen Teil von diesem Geld zu sagen, und das muss ja dann auch nicht viel sein, wenn ich von den 1000 Kriterien, meinetwegen 100 Kriterien pro Monat mir auf die Seite lege und sage, okay, das gebe ich für irgendwelche Projekte, die in meiner Umgebung laufen und finanziere das damit. Das heißt, auch das kann ich komplett aufbrechen. Und dann ist die Frage, auch wenn sozusagen mein Gehalt runtergegangen ist, weil ich nur noch ein Viertel arbeite und sagen wir mal, du hast jetzt ein Drittel von dem Gehalt, aber dafür netto. Rechnet man nochmal mit den 3.000 brutto, dann wäre ein Drittel davon 1.000 brutto und das ist jetzt fast netto. Nicht nur, weil die Steuern sowieso niedrig sind, sondern einfach, weil einfach keine großen Abgaben darauf laufen. Das heißt, ich habe immer noch ein Tausender, während ich von den 3.000 vielleicht, weiß nicht, wo man da ankommt, 2,4, 2,2, je nachdem, mit Kindergeldern und sonstigen Steuererleichterungen oder so. Aber das heißt, ich hätte hier die 1.000 und hätte da sozusagen noch die 1.000, die brutto sind. Das heißt, ich habe mich gehaltstechnisch kaum verändert. Dann muss ich noch dabei rechnen, wie haben sich die Preise verändert. Weil die Umsatzsteuer mit 19%, warum soll die noch erhoben werden? Auch die 7%, auch diese Elemente fallen ja weg. Das heißt, da habe ich schon wieder eine Senkung um 7%. Dann ist die Sache, wenn ich bestimmte Dinge runterfahre, was Unternehmen heute Kosten verursachen, sei es, ich habe ja eine ganz breite Spanne, wo eigentlich nur Bürokratie bezahlt wird. Das heißt, wo ich Arbeitsplätze um der Arbeitsplätze willen geschaffen habe. Die fallen ja weg, die sind ja nicht mehr im System. Das heißt, auch das Unternehmen hat seine Lohnkosten ja drastisch gesenkt. Wir hatten ja jetzt eine Kürzung auf ein Drittel, aber gleichzeitig, mal angenommen, das Unternehmen hat vielleicht sogar mehr beschäftigt, aber tendenziell eher weniger, weil sie haben automatisiert. Das heißt, alles, was automatisierbar war, was gefährlich war, war zu machen. Und das heißt, Unternehmen produzieren billiger, besser, mit weniger Arbeitskraft. Und das heißt, ich kann für das Geld, was ich ausgebe, sogar mehr bekommen. Stimmt. Das heißt also, wir haben angefangen mit Kredere, eine Komplementärwährung. Also was ich jetzt im Laufe der Zeit gehört habe, ist, es geht eigentlich um ein ganz neues Wirtschaftssystem, das da drin steckt. Okay. Also vor allen Dingen der Weg dahin, weil das ist so, weil zum Beispiel Postwachstumsökonomie ist auch ein neues Wirtschaftssystem, aber das sagt nicht, wie kommen wir da an. Ja. Wie kommen wir im Endeffekt wirklich in eine andere ökonomische Denkstruktur? Und das ist sozusagen für mich am Konsum ansetzen und dann das langsam wachsen lassen und damit eben diese Bewusstseinsänderung passiert nahezu automatisch, weil ich bestimmte Dogmen fallen lassen kann. Ich will es an diesem Punkt einfach mal, ne, weil auch aufgrund der Zeit, wir haben später angefangen, haben länger gemacht jetzt, abrunden damit. Wir können sicherlich hier noch 2 Stunden weitersprechen. Bei mir ist auch wichtig, dass Dinge verstanden wurden, dass Dinge aufgenommen wurden, weil ich denke, das war viel, intensiv, hochkomplex und einfach wunderbar. Ich fand es wunderbar. Also ganz, ganz herzlichen Dank, Martin. Also danke für eure Aufmerksamkeit. Hat mich auf jeden Fall gefreut, das mal in dieser Form sozusagen mitzugehen, weil eben wirklich die Vision zu zeichnen, die Schritte zu erläutern, was erwartet uns hinter der nächsten Tür. Und ja, also vielen Dank und danke.